Guten Abend. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen in der Volksbühne. Mein Name ist Klaus Dörr. Ich bin der amtierende Intendant. Ich freue mich sehr über die Veranstaltung heute, über die notwendige Veranstaltung. Ich wollte ganz kurz allen Partnern und Beteiligten danken und auch darauf hinweisen, warum wir hier oben sind, um ein bisschen das zu erklären und auch um Verständnis zu bitten. Wir hatten große technische Probleme für unsere Premiere nächste Woche. Lulu am 30. sind 2 Tage im Verzug und mussten kurzfristig entscheiden, einfach umzubauen. Aber wie es aussieht, finden alle ihren Platz. Und ich wünsche uns und Ihnen eine tolle Veranstaltung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dörr, für die Begrüßung und ich freue mich auch, dass wir dieses Jahr ganz viele, Kooperationen zwischen der Eichplus und der Volksbühne haben, die ihren Höhepunkt mit dem Stück von Georges Camerun Ende Juni erreichen wird. Georges wird ein Stück mit dem Titel Das Bauhaus, ein rettendes Requiem hier aufführen im Rahmen von dem Projekt Bauhaus, das wir mit initiiert haben. Aber heute geht es um ein ganz anderes Thema. Sie sehen das hier, rechte Räume. Ein Thema, das uns alle, besonders in diesen Tagen der Europawahl, umtreibt. Das Erstarken der neuen Rechten, nicht nur in Deutschland, sondern Europa und beziehungsweise weltweit. Das Thema treibt uns allerdings nicht erst jetzt um, sondern wir arbeiten gemeinsam mit Stefan Trübi und dem IGMA, dem Institut für Grundlagen moderner Architektur und Entwerfen an der Universität Stuttgart schon seit mindestens 2 Jahren daran. Stefan Trübi hat das Projekt initiiert. Er ist Professor für Architekturtheorie und leitet das Institut für Grundlagen moderner Architektur und Entwerfen eben an der Universität Stuttgart. Und wir haben dieses Forschungsprojekt durchgeführt aus der Überzeugung heraus, dass wir dringend eine Aufklärung bedürfen bezüglich der Raumpolitik der neuen Rechten. Und deswegen ist auch just heute das neue Heft der Eichplus erschienen, Rechte Räume, Bericht, eine Europareise. Und das wird dann auch das Thema des heutigen Abends sein. Stefan Trübi wird die Veranstaltung moderieren und diese Reise durch Europa nachvollziehen, die er im Winter 2018/2019 mit dem IGMA von Rom nach Berlin gemacht hat. Es werden eine Vielzahl von Expertinnen und Experten auftreten, die über die Situation in Italien, in Österreich, in Polen, im ehemaligen Jugoslawien und natürlich auch in Deutschland berichten werden. Da sie alle nachher ausführlich von Stefan Trübi vorgestellt werden, möchte ich mich hier nur mich summarisch bei Ihnen allen für den Beitrag danken und Sie herzlich in Berlin begrüßen. Es freut mich außerordentlich, dass wir diese Veranstaltung eben auch durch die Kooperation mit Armin Avanessian, der das diskursive Programm Armin Avanessian and Enemies an der Volksbühne kuratiert, hier an der Volksbühne durchführen können. Gerade solche Kulturinstitutionen, gerade solche Räume wie die Volksbühne sind ja die ersten, die unter Beschuss von Rechten geraten. Und Armin Avanessian, der Philosoph und Autor ist, wird heute Abend die Rolle des Kommentators einnehmen. Ich finde, dass es wirklich ein Glücksfall ist, dass wir die Ergebnisse des Projektes hier mit ihm vorstellen können. Schließlich möchten wir mit dem Projekt über den Fachdiskurs hinauswirken und die Verzahnung von Raum und Politik aufzeigen. Wir müssen uns nämlich im Klaren sein, dass die Themen, die wir heute verhandeln, uns alle angehen. Diese Themen betreffen uns alle. Sie betreffen mich als Person, aber auch im Besonderen, weil die Tatsache, dass ich hier zu Ihnen spreche und mich als Mitherausgeber der Zeitschrift Eichplus aktiv am Diskurs beteilige, im völkischen und identitären Denken der neuen Rechten als Beweis für den sogenannten großen Austausch herangezogen würde. Der große Austausch ist eine bekannte Chiffre der neuen Rechten, die damit auf eine rassistische Argumentation zurückfällt. Deutschland, den Deutschen oder heute auch gerne mal, wir sind das Volk.
Dieses Denken geht interessanterweise architekturpolitisch mit einem grassierenden rekonstruktivistischen Taumel einher. Ob in Berlin, Dresden, Frankfurt, ob in Ungarn, Polen oder in der Türkei, überall finden wir immer mehr Fälle, in denen architektonische Rekonstruktionen meist dazu dienen, den Verlauf der Geschichte vergessen zu machen. Man bezieht sich damit auf eine vermeintlich heilere Zeit. Man ruft Bilder auf, die alles, was danach folgte, aus dem historischen Gedächtnis tilgen sollen. Es geht hier, trotz aller Beteuerungen, jedoch nie um das echte historische Bild. Vielmehr will man Schluss machen mit dem angeblichen Schuldkult, den Rechte wie Björn Höcke beklagen und den sie vornehmlich in der modernen Architektur materialisiert sehen. Darum, also die Frage ist also, warum spielt nun Architektur für das identitäre Programm der neuen Rechten eine so große Rolle? Das wird deutlich, wenn wir uns Klaus Wolfschlag, jener in stramm rechten Kreisen publizierende Mitinitiator der Rekonstruktion der Frankfurter Altstadt, im O-Ton anhören. Zitat: Wer von Volk oder Heimat reden will, kann von der Architektur, in und mit welcher das Volk ja schließlich lebt, wohl nicht schweigen. Ende Zitat. Diesen Zusammenhang leugnen alle, die die Rekonstruktionsarchitektur entweder politisch oder stilistisch oder aus Opportunismus gar nicht so schlimm finden. Es sind also die Intellektuellen der Rechten, wie etwa Wolfschlag, die die Notwendigkeit unterstreichen, das Feld der Architektur für die rechte Sache zu vereinnahmen. Und das möchten wir auf den Grund gehen. Mit in ihrem Triumphzug führt die neue Rechte als Beute die Baukultur als identitätspolitisches Programm mit sich. Damit dringt sie tief in die bürgerliche Mitte ein. Schließlich ist noch niemand rechts, nur weil er oder sie Rekonstruktionen schön findet. Deswegen war auch unser Aufruf vor einiger Zeit zu einem Rekonstruktionswatch im Sinne einer ideologischen Wachsamkeit gegenüber dem politischen Subtext solcher Projekte auf heftige Kritik gestoßen von Leuten, die sich gerade nicht dem rechten Milieu zuordnen. Doch damit gehen sie eigentlich schon den Rattenfängern auf dem Leim, die mit Begriffen wie Schönheit, europäische Stadt ziemlich wirkungsvolle Nebelkerzen zünden. Damit scheint gerade die Architektur Entwicklungen vorwegnehmen zu können, die wir gemeinhin mit dem Erstarken der neuen Rechten in den letzten Jahren in Verbindung bringen, die jedoch so neu nicht sind, wie Stefan Trübi in seinem Grundlagenbeitrag aufgezeigt hat. Die architekturpolitische Ideologisierung mit der nationalkonservativen Wende der sogenannten berlinischen Architektur zum Beispiel, auf die Arch Plus bereits 1994 mit dem Heft von Berlin nach Neu-Teutonia aufmerksam gemacht hat, geht der neurechten Entwicklung in der Gesellschaft Jahrzehnte voraus. Neu ist an der neuen Rechten allenfalls die strategische und qualitative Veränderung, die den Rechtsextremismus normalisiert, im Sprechen, im Verhalten, im Diskurs, im Alltag. Neu ist vor allem, dass sie ihre alten Rassismen, ihr altes Überlegenheitsgefühl, ihren alten Patriarchalismus, ihren alten Antisemitismus mit positiven Argumenten verbrämt. Ihre angebliche Sorge um die liberalen Werte des Abendlandes verbrämt die Islamfeindlichkeit. Ihr angeblicher Schutz der Natur verbrämt ein völkisches Denken. Ihre angebliche Verteidigung der natürlichen Geschlechterordnung verbrämt die tiefsitzende Misogynie und Homophobie. Sie ist sich nicht zu blöde, sich mit rassistischen Wahlplakaten als Beschützerin des Beschützerin von Frauen und Homosexuellen aufzugeben. Indem sie sich betont abendländisch, tolerant und kulturbeflissen gibt, will sie die vermeintliche Unverträglichkeit anderer Kulturen, vorzugsweise des Islam, mit der europäischen Kultur und ihren Freiheitsidealen unterstreichen. Die Perfidie des autoritären Toleranzgebots der neuen Rechten lautet nämlich: Ihr dürft gerne anders sein, nur nicht bei uns. Der identitäre Ethnopluralismus ist eine feinere Art zu sagen: Haut ab, geht dahin zurück, wo ihr hergekommen seid. Nein, das tun wir nicht. Das ist die Hauptaussage dieser Ausgabe. Wir weichen nicht zurück angesichts der Bedrohungen der emanzipatorischen Errungenschaften.
Mit dieser Ausgabe wollen wir den Architekturdiskurs politisieren, um auf die unterschwellige Argumentation der neuen Rechten antworten zu können. Und wir wollen den politischen Diskurs verräumlichen, das heißt auf das raumpolitische Programm der neuen Rechten hinweisen, die im metapolitischen Raum ansetzen. Und damit möchte ich auch schon mit meiner kurzen Einleitung enden, allerdings nicht ohne mich bei allen Beteiligten herzlich zu bedanken. Allen voran Stefan Trübi mit seinem Team, Matteo Trentini und Philipp Krüpe vom ICMA und natürlich auch allen anderen am Institut, die an diesem Heft mitgewirkt haben. Bei meinem Eichplus-Team allen voran Nora Dünser, Alexandra Nehmer, Frederic Coulon sowie Mirko Gatti, Dorothea Hahn, Max Kallenhoff, Melissa Koch, Christian Hiller, Angelika Hinterbrandner, Christine Rüb und Jan Wiegand. Ohne euch wäre Eich Plus eher Eich Minus. Markus Miesen möchte ich auch an dieser Stelle danken und seinem Studio Miesen für die Plakataktion, darüber werden wir noch nachher etwas hören, die auf den Skandal der Gestaltung des Walter-Benjamin-Platzes in Berlin aufmerksam gemacht hat. Armin Avanessian und dem Villa Aurora Thomas Mannhaus Verein für diese tolle Kooperation. Herzlichen Dank, Heike Mertens. Unseren Partnersiedler, die uns die Arbeit an der Reihe Eich Plus Features seit Jahren ermöglichen und natürlich ganz besonders auch Dank geht an die Bundeszentrale für politische Bildung, die die Veranstaltung des Eich Plus Vereins mit dem ICMA zur europäischen Situation der rechten Räume fördert. Und natürlich auch der Volksbühne. Damit möchte ich auch schon an Stefan Trübi übergeben. Herzlichen Dank. Ja, ich hoffe, Sie verstehen mich gut. Falls Sie mich nicht verstehen können, könnte es auch durchaus an meiner Stimme liegen, die leicht angeschlagen ist, wie Sie hören. Ach, wesentlich besser. Okay, es gibt Hoffnung. Ich, in Anbetracht meiner Verfassung, werde ich beginnen mit avancierteren Subjekt-Prädikat-Objekt-Konstruktionen und am Ende reicht es vielleicht noch für Gesten. Lieber Anlin, vielen Dank für die Einleitung. Es hat mich sehr gefreut. Es war eine wunderbare Kooperation, aber ich würde gerne die Kooperation jetzt erstmal vorstellen mit ein paar einleitenden Worten. Es geht um rechte Räume, ganz offenkundig. Und wer in einem Kunst- oder auch Architekturumfeld, vielleicht auch in einem Theaterumfeld, vielleicht dort am wenigsten, immer mal wieder in gewissen Abständen auf den Autonomiebegriff stößt, der war vielleicht konfrontiert mit einer solchen Situation, die Jörg Immendorf bereits 1973 darstellst. Wo stehst du mit deiner Kunst, Kollege? Draußen geht es um Landraub, um Ungleichheit und drinnen geht es um vermeintlich autonome künstlerische Kategorien. In einer ähnlichen Situation befanden wir uns auch, als wir uns dem Thema der rechten Räume näherten. Es gab dann eine doch längere Lektürezeit, zu der insbesondere auch dieses Buch, das im Suhrkamp Verlag vor einiger Zeit erschien, Die große Regression, in dem sich mindestens ein, wenn nicht drei hochinteressante Aufsätze befinden. Ein Aufsatz von dieser Person, den Sie wahrscheinlich alle kennen, Slavoj Žižek, slowenischer Philosoph, der den Vorschlag gemacht hat, die Rechts-Links-Einteilung nicht aufzugeben, wohlgemerkt nicht aufzugeben, aber gewissermaßen durch etwas Komplexeres zu ersetzen. Und er schlug vor, die Rechts-Links-Unterscheidung in eine Kreuzkombination, durch eine Kreuzkombination von zwei Achsen zu ersetzen, die ich dann aufbauend auf Slavoj Žižek zu diesem Diagramm verfertigt habe. Das ist mein Versuch, den Aufsatz von Slavoj Žižek zu einem politischen Diagramm zu machen. Im Grunde sagt Slavoj Žižek, dass die beiden, es gibt gewissermaßen eine kreuzförmige Kombination zweier Polaritäten, die das politische Territorium der Gegenwart, aber auch der jüngeren Vergangenheit ausmacht. Es gibt zum einen den Gegensatz eines Neoliberalismus, vielleicht auch Anarchokapitalismus oder Rechtslibertarismus, der gegen eine Antiglobalisierungslinke
arbeitet. Es gibt auf der anderen Seite eine universalistische Linke, die mit einer patriotischen, durchaus eben auch antikapitalistischen, völkischen Rechten hadert. Und daraus folgt gewissermaßen die Idee einer doppelten Linken und einer doppelten Rechten. Ich muss als eine Art Disclaimer, wenn ich dieses Diagramm immer zeige, immer besonders betonen, dass sich dahinter auf keinen Fall eine Art Extremismustheorie, eine Symmetrie von links gleich rechts gleich ähnlich schlimm oder so verbirgt. Nein, im Gegenteil, es ist ein sehr parteiisches Diagramm. Was könnte man bei Slavoj Žižek anderes erwarten? Und dennoch glaube ich, dass dieses Diagramm eben sehr, sehr viel besser verstehen macht, wenn wir beispielsweise nach Italien blicken oder nach Katalonien blicken. Im Grunde sind in beiden Ländern oder Territorien hier Kombinationen denkbar, die eben hier vielleicht am besten mit einer Querfront, mit dem Querfrontbegriff beschrieben werden können. Oder Donald Trump ist vielleicht die Personifikation der doppelten Rechten. Hillary Clinton ist vielleicht die Personifikation einer progressiven, eines progressiven Liberalismus. Das ist ein Begriff der Philosophin Nancy Fraser. Was hat das mit Architektur zu tun? Auf den ersten Blick oder zunächst erstmal Folgendes, dass es im Bereich des Architekturdiskurses vielleicht gar nicht auf den ersten Blick um die Zweiteilung von rechts versus links geht, sondern eher um eine entweder globale Orientierung der Architekturpraxis oder einer regional verankerten Handwerkstradition. Und wenn man dann mal anfängt, den einen oder die andere Protagonistin oder Protagonisten des Architekturdiskurses der letzten Jahrzehnte zu verorten, beispielsweise Patrick Schumacher, es wird plötzlich alles klar. Patrick Schumacher, der ehemalige Marx-Leser, der irgendwann mal eine Niklas-Luhmann-Phase hatte, landete jetzt bei den Rechtslibertären, bei den Anarchokapitalisten und plädiert in der Zeit, aber auch in vielen anderen Gelegenheiten für die Auflösung beispielsweise des sozialen Wohnungsbaus weltweit. Er plädiert für die Ausweitung der Märkte und er plädiert beispielsweise auch für die Privatisierung des Hyde Parks. Was zur Folge hatte, dass Antifa-Proteste vor dem Büro von Patrick Schumacher, also vor dem Büro von Zaha Hadid, Architekten in London, auftauchten. Es ist vielleicht auch nicht zufällig, dass Patrick Schumacher auch für Jared Kushner, den Schwiegersohn von Donald Trump, plant. Es gibt ein weiteres Beispiel, ein Name, der heute und in dem Heft, das wir heute vorstellen werden, des Öfteren fällt, Leon Krier. Auch er, früher ein Linker, er hat dann irgendwann mal angefangen, Coffee Table Books über Albert Speer zu schreiben, die geradezu unglaublich sind, die sogar 2013 wieder neu aufgelegt wurden. Und es nimmt nicht Wunder, dass Leon Krier zu einem Kolumnisten der neurechten Zeitschrift Cato wurde, eine Zeitschrift, die hier in Berlin produziert wird, in der Fassadenstraße, die aus dem Junge Freiheit-Umfeld hervorgegangen ist und für die Leon Krier unter anderem solche absolut rassistisch zu bezeichnenden Darstellungen, Zeichnungen aus eigener Produktion beiträgt. Darum geht es nicht zuletzt auch in diesem Heft, das dieses Cover trägt. Der Untertitel lautet bekanntlich Bericht einer Europareise. Es geht also um die berüchtigte Achse Rom-Berlin, die zeitweise auch durch Tokio noch erweitert wurde. Es gab sogar eine Nazi-Kulturzeitschrift, die nach diesen drei Städten benannt wurden. Und in jüngerer Zeit wurde immer mal wieder diskutiert, ob diese Achse tatsächlich noch am Leben ist. Olga Neuwirth, die österreichische Komponistin, hat, glaube ich, hier absolut nachvollziehbar reagiert. Und es gab natürlich auch zwischen der Drucklegung dieser ArchPlus und der heutigen Präsentation, ich spreche hier von anderthalb Wochen, durchaus Überraschungen, die zu einer definitiv nicht grundlegenden Revision dieses Heftes beiträgt. Ich beginne an dieser Stelle mit einem kurzen Reisebericht und wir werden nach und nach die Bühne füllen und die verschiedenen Autorinnen und Autoren und auch Korrespondentinnen und Korrespondenten auf die Bühne bitten, um das Bild, dieses europäische Panorama zu komplettieren. Ich beginne in Rom. Diese Reise, wie Anlin berichtet hat, begann in Rom an dem Hauptbahnhof,
ein Gebäude aus der Nachkriegszeit. Wenn man um die Ecke biegt, findet man plötzlich heraus, dass dieser Bahnhof im Grunde eine Art faschistische Architektur ist, die 1938 begonnen wurde, durch den Zweiten Weltkrieg nicht verändert wurde. Und wenn man dann ausgehend von diesem römischen Hauptbahnhof etwas nach Süden geht, steht man plötzlich in dieser Straße und findet es geht hier um das Gebäude in der Mitte, die Casa Pound, ein bis heute besetztes Haus, ein von Neofaschisten besetztes Haus, eine Hausbesetzung aus dem Jahre 2003. Und aus dieser Hausbesetzung wurde eine sehr erfolgreiche politische Partei, die seit 2012 eben auch als politische Partei Casa Pound auftritt. Wir sind dorthin gegangen, auch mit unseren Studierenden, wurden dann sofort natürlich beobachtet. Sie sehen hier oben eine Person, einen Faschist, ganz eindeutig, der unser Verhalten analysiert. Wir waren durchaus überrascht im Erdgeschoss dieser Parteizentrale zwei Asia-Shops zu finden. Wir konnten nicht genau herausfinden, die Ladeninhaberinnen und Ladeninhaber standen nicht für Interviews zur Verfügung. Wir blickten nach oben, fanden diese Fahne, die Fahne der Casa Pound, eine Fahne, die Schildkröte zu ihrem Logo auserkoren hat. Also ein Tier, dass das eigene Haus immer mitträgt. Ein sprechendes Symbol für die Idee der Hausbesetzung, für die Hausbesetzung von rechts. Wir haben dann auch relativ schnell natürlich im Vorfeld bereits herausgefunden, dass um diese Hausbesetzung, um diese Parteizentrale herum, sich eine ganze städtische Infrastruktur mit Klamottenläden, mit Plattenläden, mit Bars und eben auch Buchläden entwickelt hat. Hier der Buchläden Testo di Ferro heißt ja, glaube ich, Eisenkopf. Wenn man hineintritt, findet man sehr, sehr viele Bücher, auch sehr viele deutschsprachige Autoren, Oswald Spengler und viele andere. Und die Ladeninhaber machen kein Geheimnis über ihre politische Orientierung. Wir haben dann mit unseren Studierenden im Rahmen eines Workshops dann eben auch die Raumergreifung, die rechte Raumergreifung der Casa Pound und die städtische Infrastruktur analysiert. Und an dieser Stelle würde ich gerne Matteo Trentini auf die Bühne bitten. Matteo Trentini ist Architekturhistoriker. Ja, bitte Beifall. Matteo Trentini ist Architekturhistoriker mit einem Doktorat aus Mendrisio. Und ist seit letztem Jahr wissenschaftlicher Mitarbeiter am IGMA und beschäftigt sich im Rahmen seiner Forschung auch mit der reaktionären Kritik an der modernen Architektur. Matteo, und es ist ja kein Geheimnis, dass du darüber hinaus auch der Italien-Experte bist, in unserem Team zumindest. Und du hast auch die Raumgreifungsstrategien der Casa Pound analysiert. Ich würde gerne mit diesem Bild starten, ein Bild einer schwarzen Katze. Was verbirgt sich dahinter? Ja, so zuerst guten Abend. Das ist die Plakate, die das... Okay, Entschuldigung. Geht's so? Okay, ja. Was zu sehen ist, ist die Plakate, mit der eine Gruppe von Jugendlichen zu Weihnachten 2003 das Viertel von Esquilino, so gleich beim Roma Termini Bahnhof, so eine Bahnhof, ein Viertel gleich beim Hauptbahnhof Roms, eine von den multikulturellsten Viertel Roms. Sie haben diese Plakate verwendet und so die erkundigen eigentlich die Verschwendung einer Katze, so eine schwarze Katze mit Name Pound. Und auf der Suche nach dieser Katze, diese Gruppe von Jugendlichen haben geschafft, die Innenhöfe des Viertels, die unterschiedlichsten Gebäude zu besichtigen, bisher sie haben geschafft, tatsächlich Casa Pound zu finden. Wir reden von einer Besetzung, Hausbesetzung, die, wie gesagt, seit Weihnachten 2003 bis jetzt noch immer gibt. Ist natürlich nicht die einzige Hausbesetzung, die in Italien gibt, nicht die einzige vom rechten Spektrum. Auch nicht die, es gibt auch andere linke Ausbesetzungen noch immer in Italien. Aber wir reden auch jetzt. Wir üben noch, ja. Mikrofon, Entschuldigung. Okay,
Okay, so, und jetzt das Haus ist nicht nur eine Ausbesetzung, eben seit 2007, so sitzt eine Partei, Casa Pound ist mittlerweile eine Partei, national präsent überall in Italien, eine Partei, die 2013 im Senat ungefähr 40.000 Stimmen bekommen hat und bei der letzten Nationalwahl 2018 im Senat 258.000 Stimmen erreicht hatte. So ungefähr sind noch minus, so weniger als 1%, aber das heißt eigentlich, wie ungefähr 300.000 Italiener kein Problem haben mit so Identifikation zu Faschismus. Es ist ein illegales so Projekt, ist ein illegales Haus, weil das Haus gehört italienische, ist staatlicher Besitz. Ungefähr die Privatmiete wurde 3.000 Euro pro Monat kosten, keine einzige Euro natürlich wird bezahlt. Aber wir reden auch von illegalen Raum, weil nach italienischer Verfassung so ein Raum, so eine Gruppierung sollte verboten sein. Die italienische Verfassung sei 1952, so die Verfassung ist 1947 in Kraft getreten. Seit 1952 untersagt jede Rekonstruktion von faschistischen Parteien, jede direkte Verbindung oder Bezug zu Faschismus. Casa Pound hat kein Problem, sich die Mitglieder, die Militanten von Casa Pound haben überhaupt kein Problem, sich als Neofaschisten des dritten Millenniums zu identifizieren. So, deshalb es gibt diese Doppelambivalenz, so ein komplett illegaler Raum und auch ein Raum, der illegal ist. Also natürlich politische. Wie muss man sich den Unterschied zwischen Lega, also der Salvini-Partei, und Casa Pound vorstellen? Ist das ungefähr so wie AfD und NPD, also minimalste Unterschiede? Du hast vorher von doppelter Rechte gesprochen. Ich glaube, in Italien es gibt keine doppelte Rechte. Es gibt eine Rechte und die Rechte ist, beginnt mit Casa Pound. Es gibt andere Gruppen, Forza Nuova und so weiter, bis Lega Nord. So, das Problem ist, ist nicht, das Problem Fakt ist, dass nicht Casa Pound Richtung Mitte gerutscht ist, ist, dass so viele von Programmen innerhalb des Casa Pound Programms wurde von der Lega übernommen. Kürzlich war die Buchmesse in Turin, wo eigentlich wurde vorgestellt eine Buch, Interview von einem Journalisten mit Salvini, die Verlag gehört zu einem Mitglied von Casa Pound. Und das ist überhaupt kein Problem gewesen. So, dann in Italien wurde nichts von einem großen Skandal, hat nichts von einem großen Skandal geführt. So, ich glaube wirklich, dass es gibt eine total Übereinstimmung, eine große Übereinstimmung zwischen politischen Programm von Casa Pound und, ja, und Lega Nord. Bei dem zweiten Slide hier sehen wir, tauchen ganz andere Fragen auf. Ja. Ich denke, eine Sache, die in dem Heft ganz stark rauskommt und wir sicher in der Diskussion noch öfter diskutieren werden, ist die Frage nach Wohnbau, nach sozialem Wohnbau. Also die ökonomische Frage, unter anderem, wie staatliche Gelder kanalisiert werden, für welche Art von Bauten, welche Interessen, welche ökonomischen Interessen stehen dahinter. Italien hat, glaube ich, eine ganz eigentümliche Geschichte, was sozialen Wohnbau betrifft oder das Fehlen sozialen Wohnbaus betrifft, um es mit einer Frage sozusagen zuzuspitzen. Inwieweit fallen diese Beispiele jetzt, Casa Pound, im Feld füllen Faschisten oder Neofaschisten eine Leerstelle, die der Staat oder einfach nicht mehr füllt, weil er bestimmte Funktionen, Stichwort sozialer Wohnbau, einfach nicht mehr füllt? Hat das in Italien Tradition oder? Der Erfolg von Gruppierungen wie Casa Pound und einer rechten Gruppe ist entstanden, steht noch immer mehr oder weniger ein politisches Vakuum eigentlich. In Italien keine Partei, keine Regierung, egal von welchem Spektrum, hat in den letzten 40 Jahren über Architektur, Stadtplanung, Infrastrukturplanung, Wohnbau gesprochen, außer in im Zuge irgendwelcher Katastrophen wie Erdbeben. Und genau diese Vakuum sind, wahrscheinlich kann man verstehen, teilweise den Erfolg von solchen Politik. Was wir hier sehen, das ist eine Plakat von Casa Pound in den Links. Natürlich Casa Pound ist schon der Name, so Casa und Pound, direkt Bezug auf die Zentralität des Wohnens für die Gruppe. Oben sehen wir ein Projekt gebaut in den 20er bis 35, natürlich unter Faschismus. Und Casa Pound bezieht sich direkt an das Sozialprogramm des Faschismus. Als in Italien seit 1945 keine andere Partei hätte sich gekümmert um solche Dinge. Zwischen 1949 und 1963, so genannte Mitte von demokratische Zeiten, nach dem Zweiten Weltkrieg in Italien, wurde ungefähr 300.000 Wohnungen gebaut.
durch staatliche Forderung. So, das muss keine Faschismus sein, ein echtes Sozialprogramm irgendwie zu artikulieren oder am Publikum zu bringen. Und das Problem ist, ist, dass Casa Pound, also das Thema des Wohnen, geht zusammen mit anderen Bereichen wie Familie, mit Unterstützung von medizinischer Versorgung und so weiter. Die sind Themen, die weder von staatlicher Zentralität kommen, Italien so derzeit sehr schlecht und schwach, aber auch von linkes Spektrum eigentlich kommt kein Programm oder sehr marginal. Das die Schwäche der Rechten ist, die Stärke der Rechten ist die Schwäche der Linken, sagst du? Soweit würde ich nicht sagen, aber ich glaube, dass, so, es gibt Vororte vom Roma, wo Casa Pound erreicht so ungefähr 10% der Stimme bei Kommunalwahl. Natürlich, es gibt Orte, Regionen in Italien, wo die Sympathie vom Faschismus, es ist keine Geheimnisse, es ist sehr offen und so weiter, aber die haben auch teilweise gepunktet durch eine, würde ich fast sagen, Sozialprogramm. Ja. Ich schlage vor, wir bleiben weiterhin in Italien. Ein Name, der jetzt bereits viel, wurde vielleicht noch nicht genügend erläutert. Wir sprechen von Casa Pound, benannt natürlich nach dem Dichter, dem amerikanischen Dichter Ezra Pound, der irgendwann mal zu einem Verehrer von Mussolini wurde. Der Name Ezra Pound wird heute des Öfteren fallen. Im Grunde beginnt die Reise mit dem Namen Ezra Pound und, so viel darf ich schon verraten, sie endet auch mit dem Namen Ezra Pound. Bleiben wir in Italien. Wir fuhren in diesem November nach Norden Richtung Predappio. Zunächst blieben wir in Rom. Wir fuhren nach IUM, also I42, das von Mussolini geplante Weltausstellung für die nicht stattgefundene Weltausstellung 1942, die nicht stattfinden konnte wegen des Zweiten Weltkriegs, mit dem zentralen Gebäude, das Sie hier rechts hinten sehen, dem Palazzo della Civiltà Italiana. Ich habe jetzt keine Detailaufnahme. Sie müssen sich vorstellen, oben diese Inschrift in diesem Gebäude ist eine Inschrift, die oft ins Deutsche übersetzt folgendermaßen lautet: Ein Volk der Dichter, der Künstler, der Helden, der Heiligen, der Denker, der Wissenschaftler, der Seeleute, der Wandernden. Und dieses Zitat, das hier eingemeißelt wurde, ist ein Zitat von Mussolini, das anlässlich der Kriegserklärung Mussolinis, also Italiens, an Äthiopien ausgesprochen wurde. Wir haben dann zu unserem Schock, möchte ich auch sagen, festgestellt, dass hier mittlerweile die Hauptzentrale von Fendi, also einem der Luxusmarken Italiens, eingezogen ist, also Karl Lagerfeld war hier auch die Schlüsselfigur, die hier mit diesem Gebäude, ich glaube nicht, dass sowas in Deutschland möglich wäre, mit diesem Gebäude also völlig unkritische, atmosphärische Fashion-Videos gedreht haben, die man auch wirklich noch auf YouTube finden kann. Wir sind etwas weiter nach Norden gefahren und landeten dann irgendwann mal in Predappio, also den Geburtsort und auch der Grablege von Mussolini, und mussten feststellen, ich zeige hier Fotos des Fotografen Giorgio Mora, die wir auch im Heft publiziert haben, dass hier ein sehr elaborierter Faschismus-Tourismus sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, der sich vor allem an drei Tagen hier konzentriert, also dem Geburtstag, dem Todestag von Mussolini und dem Jahrestag des Marsches auf Rom. Ja, ein paar Eindrücke aus Predappio. Man sollte vielleicht auch wirklich betonen, dass Predappio einen Bürgermeister hat, der Mitte-Links orientiert ist und seit Jahrzehnten versucht, in Predappio ein Zentrum für Faschismus und Totalitarismusforschung zu etablieren, mit europäischen Geldern, leider mit sehr, sehr wenig Erfolg. Wir haben vor diesem Hintergrund natürlich auch Predappio als Ganzes mit diesem ganzen Mussolini-Tourismus, den ganzen Souvenirläden, die davon auch leben, analysiert und für dieses Heft aufgearbeitet. An dieser Stelle würde ich gerne unsere erste Zuschaltung abseits unserer direkten Reiseroute vornehmen. Und zwar möchte ich jetzt über das Thema Ex-Jugoslawien sprechen. Und ich möchte an dieser Stelle Tobias Hönig, Andriana Ivanda und Gal Kern auf die Bühne bitten.
ganz kurze Vorstellung. Ich beginne mit Gal Kern. Gal Kern ist Politikwissenschaftler. Er studierte in Ex-Jugoslawien, später in Slowenien, und schrieb dann auch eine Dissertation in politischer Philosophie über das sozialistische Jugoslawien und die Philosophie Althussers. Er lebt und lehrt derzeit auch in Berlin, in Deutschland. Demnächst wird, ich könnte jetzt sehr, sehr viele Bücher erwähnen, die du geschrieben hast oder an denen du derzeit arbeitest. Zuletzt ist das Buch Beyond Neoliberalism, Social Analysis After 1989 erschienen. Ich möchte auch Andriana Iwanda und Tobias Hönig vorstellen. Zwei Viertel des Architekturkollektiv CO Norm mit Zentrum und Basis hier in Berlin. Tobias Hönig ist auch wissenschaftlicher Mitarbeiter am IGMA. Beginnen wir mit Ex-Jugoslawien. Und Ex-Jugoslawien haben wir deswegen in diesem Heft sehr, sehr viel Raum eingeräumt, weil die Tragödie Ex-Jugoslawiens ja vielleicht auch so etwas wie das Worst-Case-Szenario für ganz Europa ausmachen könnte. Wenn in der EU alles schief läuft, dann droht uns vielleicht das Schicksal Ex-Jugoslawiens. Und ich möchte beginnen mit diesem Bild hier eines Ortes, den wahrscheinlich die meisten von uns zumindest schon mal gehört haben, dem Amselfeld. Die erste Frage an dich, Gal, was hat es mit diesem Amselfeld auf sich und warum könnte dieser Ort als rechter Raum bezeichnet werden? Yeah, if you allow me, thank you for invitation, question. I will speak in English. I think that's fine with all of you. I would say this, what you see is Serbian Pegida. So Pegida in like very late Yugoslav sense, it's like start, let's say late 80s or already mid 80s start of, let's say, opening mythical and real spaces for the right wing. Here what you have already kind of double identification, which will be then so important during the ethnical wars and post-Yugoslavian context. So if you're Serb, you're also Orthodox. If you're Slovenian, you're Catholic. If you're Bosniak, you're Muslim. So you have already constitution of this double identification of like the sacred nation that is wounded pride or whatever, of 600 years of the defeat of Serbian kind of kingdom against the Ottoman Empire. So 1389 was this big battle in Kosovo in Gazemistan field, and 600 years you have a communist party together with Pegida and Orthodox Church celebrating this and taking over, a kind of nationalizing all different topics. But I would like to go back to West Germany in the mid 80s. So we don't speak just about Yugoslavia as such. I would like to say that this kind of moments of like new memorialization, reinventions of traditions, something like that, actually started in West Germany in 1985. So you have somebody called Helmut Kohl together with Ronald Reagan going to the Bitburg Cemetery where German soldiers and SS soldiers are buried and having some kind of gesture of national reconciliation of Second World War. So basically you have already certain reconciliation between fascists and anti-fascists, between the allies, between the like defeated Germany. So you have a big, let's say, memorial shift from what was supposed to be after Second World War declaratory anti-fascism, like the Europe, post-war Europe is built on kind of social just idea of some kind of solidarity, reconstruction on one side, and a declaration of anti-fascism. What you have here, like here, of course, it's a different story. It's like protection of Europe against the Islam, against the Kosovars, and so on. And in the point of 85, you have already the move from anti-fascism towards anti-communism, which you have this, the trope of anti-totalitarianism. Communism is the same evil as the fascism, and well, left extremism, right-wing extremism, and all kind of these stories of normativization of the liberal democracy, which also brought us where we are here. So this is
one thing, and then you have somebody like historian Nolte, who is 86, 87, involved in big historic strife here in Germany, and is defeated by Habermas and company. But his theories, like German cars, are exported to the East and to Yugoslavia very successfully. And in the 90s, you have across all the East, musealization of Nolte. So the discourse of totalitarianism, and even worse, that the communism is bigger crime than the fascism, is being normalized, not just in Yugoslavia, but also in the like the Eastern, different Eastern countries, which of course went to tell, of course, historical fact, Yugoslavian socialism is different type of socialism where you had the expansionism of the Soviet Union after Second World War. So there are certain differences that we might also discuss further. So this is what I would just like to say, that you have this kind of the idea of German reconstitution or Wiedervereinigung, reunification. We are mocking Trump, make America great again. Well, we Europeans have it for a long time. Make Germany great again. Make Serbia great again. Make Slovenia great again. Make Croatia again. This is basically already the lingo of the early 90s. And the most brutal form, of course, is developed in the ex-Yugoslavia in ethnic wars. So where the in the after democratic election of 1991, the new elites basically conduct politics of ethnic cleansing that is then acknowledged, anerkannt by the Dayton Treaty and the international community. Zur Komplexität des Territoriums von Ex-Jugoslawien gehört ja auch die Einflussnahme oder die Nähe zu Italien. Diese beiden Bilder, die sich auch im Heft finden, stehen für dieses Thema vielleicht stellvertretend. Die Frage an, ich weiß nicht, Andriana, ob du oder du, Tobias, sich zuständig fühlen. Was hat es mit Italien auf sich? Italien, Ex-Jugoslawien, welche rechten Räume sehen wir hier? Also ich glaube, die italienischen rechten Räume am ehemaligen Staatsgebiet des Jugoslawiens fangen ziemlich früh an. Und zwar ging das, während Italien schon ziemlich weit entwickelt war, Jugoslawien noch damals ein Bauernland. Es war gar kein Jugoslawien noch gar nicht. Die Venezianer haben dort bereits angefangen, die Wälder abzuholzen. Und es kam zu einem Karstgebiet. Das waren so die ersten wirklich sichtbaren Auswirkungen des italienischen Imperiums an dem Staatsgebiet, was nach wie vor sichtbar ist. Und ich glaube, ja, Italien als Seemacht hat ihre Gebiete mehrere Jahrhunderte lang dort gehalten, vielleicht. Also sprichwörtlich beginnt es eigentlich mit dem Römischen Reich, wenn man es ganz genau nimmt. Also die Teilung des Römischen Reichs in Ost- und Westrom passiert eigentlich ziemlich genau auf dem Staatsgebiet Bosniens. Also da, wo sich immer wieder die Grenze zwischen dem Katholizismus, erst dem Christentum, dem Katholizismus, der Orthodoxie, später dann dem Christentum ganz allgemein und dem Islam befindet. Und ich meine, die beiden Räume, Rijeka auf der rechten Seite, ist natürlich ein extrem spannendes Beispiel, weil hier zwischen 1920 und 24 der Freistaat Fiume, also Fiume italienisch für Rijeka oder umgekehrt Rijeka slawisch für Fiume, quasi einen proto-faschistischen Staat durchexerziert hat, der für das faschistische Italien stilprägend war. Klar, der italienische Einfluss, Rom, die Republik von Venedig, D'Annunzio eben in Rijeka, aber die Einflüsse auf das Staatsgebiet des späteren Jugoslawiens kommen natürlich auch aus der K&K-Monarchie, Ungarn ganz lange ohne die K&K-Monarchie, selbst die Bayern haben Slowenien in eine tiefe identitäre Krise gestürzt, dann natürlich das Osmanische Reich. Und wir haben versucht, in unserem Beitrag und auch im Interview mit Gall auch klar zu machen, dass es sich beim Staatsgebiet von Jugoslawien um einen gewissen Sonderfall handelt, weil es sowas wie eine innereuropäische Kolonisation hier gab, wo einfach über Jahrhunderte
die europäischen Großmächte ihre Spiele getrieben haben auf eine bestimmte Art und Weise und auch ihre Spuren hinterlassen haben. Und dass es sich bei diesen Konflikten, die in den 90er Jahren dort ausbrechen, auch nicht unbedingt um eine Balkanverrücktheit handelt. Also Leute, die, um das Klischee zu bemühen, Flaschen von Rakia austrinken, wilde Musik spielen und dann anfangen, sich die Köpfe einzuschlagen, sondern es ist einfach das europäische Erbe. Und ich glaube, jetzt bei dem ersten Bild, zu dem Gal was erzählt hat und jetzt auch zu diesem italienischen Bild, der Balkan gilt ja oder wird immer beschrieben als das gebirgige Gebiet, wo man nicht weiß, was hinter dem Berg passiert. Und tatsächlich glaube ich durchaus, dass die Geografie auch was macht, eben dass es möglich ist, dass die Italiener die Küste besetzen, weil hinter dem Gebirge die Leute davon tatsächlich nichts mitbekommen haben, genauso die Osmanen. Und dass auf dem Gebiet es über Jahrhunderte wegen der geografischen Lage erschwerter war, wirklich eine Gemeinschaft zu bilden oder vielleicht sowas wie eine Nation oder Identität. Eine der schwierigen Aufgaben des heutigen Abends ist, den Materialreichtum irgendwie zu ordnen und dann am Ende auch mit einer klaren Botschaft was tun, rauszukommen. Deswegen versuche ich, unterschiedliche sozusagen Dimensionen oder Nuancen von rechten Räumen zusammen. Wir haben jetzt schon über den sozialen Wohnbau gesprochen. Ihr habt jetzt eher ganz einen anderen Aspekt angesprochen, etwas, was man Symbolpolitik oder symbolische öffentliche Räume oder öffentliche symbolische Räume nennen könnte. Und zugleich habt ihr viel gesprochen über, man könnte sagen, wechselseitige Kolonialisierungen. Ja? Bestimmte Nationen haben mehr kolonialisiert, andere wurden mehr kolonialisiert. Meine Frage wäre jetzt, zeigt sich da auch ein Unterschied in der Art und Weise, wie mit Denkmälern, mit diesen symbolischen öffentlichen Räumen umgegangen wird? Oder ist da überall dasselbe regressive Vergangenheitsverklärungen, so und so, making great again, Tendenz sichtbar? I mean, there is definitely some differentiation. You would have, for example, one crazy line, that I would call it, of national reconciliation, which also we will maybe speak about the Emir Kusturica a little bit. So you have in the Serbian-Montenegrin context some kind of reconciliation of anti-fascist partisans and Tito together with Ratko Mladic and the war criminals of Serbian, making Serbia great again. So basically those that were always resisting the mainstream, those that were always fighting, Mladic was also fighting against NATO. So that's the same like Tito was against Stalin and against Hitler. And so it's like there is this kind of, then you have nationalist reconciliation in more kind of civilized, quasi-civilized Slovenian context, where you have all fascists and partisans, anti-fascist communists are all the same. So let's make the new monuments. And they are all part of the same nation, Slovenians. We have to reconcile, we have to heal the wounds of the past, therapeutically, museically, museologically, and so on, and then we can go forward in the bright future of Europe. So that was one model. And this model kind of reconciliation was then defeated, let's say, at least after, not just in the ethnic wars, but in last 5-6 years, I would say, when there is like intensification of the capitalist crisis on the periphery of European Union, you would have basically quite open, straightforward rehabilitation of fascism. So you would have more and more, not just like monuments and inscriptions, but also something of normalization, what we heard about the Italian case of Casa Pound and Salvini and stuff. So basically people from the center, right parties, like kind of Merkel and stuff in Slovenia or in Croatia, they would be basically taking the Ustasha or the local fascist collaborationist symbols and basically promulgating new memorial politics or taking like discursive space would be shifted much more towards the extreme right than like 15, 10 years ago. So you would have this few kind of models of, let's say, Erinnerungs Politik. Jetzt fiel gerade der Name Emir Kusturica, Filmregisseur, wie wir alle wissen, der aber eben auch Immobiliendeveloper ist, der
so eine Art Immobiliendeveloper, der interessante Dörfer entwickelt hat, auch weitere entwickelt, wenn ich da recht informiert bin. Es geht ja auch in dem Heft um Kusturica. Kann die Arbeit von Kusturica überhaupt unter dem Thema rechte Räume verhandelt werden? Der Mann benennt doch seine Straßen nach Che Guevara. Also eigentlich genauso wie Gal das gerade beschrieben hat, kommt es zu seltsamen Vermischungen von Kodierungen. Also wir haben mittlerweile 7 Nachfolgestaaten Jugoslawiens, die alle versuchen, das Erbe der Moderne, der jugoslawischen Moderne in der Architektur zu überformen, was auf den verschiedensten Wegen passiert. Also ich glaube, das härteste Beispiel, das auch jeder kennt, ist die Reklassifizierung von Skopje, wo eine metabolistische Modellstadt hinter klassizistischen Zäulen verschwindet. Es gibt aber auch perfidere und seltsamere Beispiele, wie eben die Immobilienprojekte von Emir Kusturica, die eigentlich im Regelfall als Kulissen für seine Filme entstehen. Also wir sehen hier rechts oben zum Beispiel sein jüngstes Projekt, das sich Antrich gerade nennt, also Antrich nach Ivo Antrich, dem Literaturnobelpreisträger aus Jugoslawien, der mit seinem Buch Die Brücke über die Trina, das Kusturica gerade verfilmt, eigentlich 400 Jahre des Zusammenlebens der verschiedenen Religionen und Ethnitäten auf dem Balkan behandelt hat und da durchaus auch über Konflikte geschrieben hat, aber mit dem es eigentlich darum ging, zu beschreiben, wie die Menschen in Jahrhunderten immer der Spielball von Mächten waren, die ihnen eine völkische Identität verliehen haben, um sie besser beherrschen zu können. Und Kusturica baut diese Stadt direkt im Vordergrund der Brücke, die wir im Hintergrund sehen, die quasi der nicht lebendige Protagonist dieses Romans ist. Und in diesem Ort gibt es eine orthodoxe Kirche und that's it. Also es gibt über 400 Jahre, in denen das Osmanische Reich diese Region regiert, es gibt keine Moschee. Und die Frage danach, warum es keine Moschee gibt, hat er damit beantwortet, dass da keine Moschee hingehört. Und da gehört auch keine katholische Kirche hin. Und das war da noch nie und das wird da nie sein und das wird ein Superfilm, um das mal so ganz polemisch zu verkürzen. Und klar, es gibt da Vermischungen. Also Che Guevara, Madonna, aber Mladic ist genauso präsent. Emir Kusturica ist Musiker, macht sehr tanzbare, fröhliche Musik und besingt Mladic und Karadzic als große Helden. Ich sehe schon, wir könnten den ganzen Abend nur über Ex-Jugoslawien machen. Ich schlage aber vor, dass wir an dieser Stelle die Zuschaltung aus Ex-Jugoslawien beenden und zurück zur Strecke kommen. Wir sind nach wie vor in Italien und wir bewegen uns jetzt von Predappio weiter nach Norden in Richtung Mailand. Wir sind am Mailänder Hauptbahnhof. Sie werden sehen, dass das Thema des Buchladens, des politisierten Buchladens, auch so eine Art Leitmotiv des Abends, aber auch des Heftes ist. Wir haben eben über den faschistischen Buchladen in Rom gesprochen. Hier in Italien ist besonders interessant, dass die größte Buchhandlungskette nach Feltrinelli benannt ist, einem de facto Linksextremisten, der dann auch noch unter mysteriösen Umständen bei einem eigenen Attentat umgekommen ist. Und ausgehend von dieser Buchhandlung Feltrinelli am Mailänder Hauptbahnhof bewegten wir uns Richtung Parteizentrale der Lega Nord, die seit einer Zeit eben nur noch Lega heißt. Und wir fanden dann irgendwann mal diesen doch eher unscheinbaren Bau vor, der mitten in einem Arbeiterviertel verortet ist, bei dem immer alle Rollläden runtergezogen sind, bei dem aber offenkundig sehr, sehr viele Menschen arbeiten. Es gibt auch ein Radiozentrum, es gibt eine Sendezentrale als einen Territorialisierungsakt und es gibt dann eine Rückseite, die sehr stark immer wieder mit Logos und mit Signes der Partei verziert werden. Und wir haben in diesem Heft dann eben auch die Symbolpolitik der Lega, also der Partei Matteo Salvinis, analysiert. Wir fuhren dann weiter nach Norden, nach Como und haben uns dann einmal mehr rekapituliert, dass faschistische Architektur in Italien ganz anders eben als in Deutschland, in den meisten Fällen zumindest, moderne Architektur ist. Faschistische Architektur in Italien ist moderne Architektur. Wir haben die berühmt-berüchtigte Casa del Fascio, also das Haus der Faschisten in Como, erbaut von Terrani in den 30er Jahren, besichtigt
und sind dann eben noch weiter gefahren nach Norden und landeten irgendwann mal in Braunau am Inn in Österreich, wo wir uns mit Hitlers Geburtshaus auseinandergesetzt haben, das wir auch im Heft analysiert haben. Ein Haus, das ja schon wenige Tage nach dem sogenannten Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland zu einem Kultort und eine Musealisierung durchgemacht hat. Und erst in den 80er Jahren, veranlasst durch einen SPÖ-Bürgermeister, wurde gegen den Widerstand der Besitzer des Hitler-Geburtshauses, die vor einigen Jahren enteignet wurden, gegen den Widerstand der Besitzerfamilie ein Gedenkstein, ein Mahnstein angebracht durch, wie gesagt, den SPÖ-Bürgermeister, und zwar aus einem Granitstein, der direkt aus dem relativ nahegelegenen KZ Mauthausen hier in das Stadtzentrum von Braunau am Inn platziert wurde. Also auch Braunau am Inn und insbesondere das Geburtshaus Hitlers wird hier analysiert, zumal demnächst auch ein Architekturwettbewerb zu erwarten sein wird. Dieses Haus soll nach dem Wunsch des österreichischen Staates abgerissen werden, um Wallfahrtsortbildungen für die Zukunft zu verhindern. Man wird sehen, was dabei rauskommt. Wir sind in Österreich und damit würde ich gerne auch zum Thema Österreich kommen und an dieser Stelle gerne Andreas Rumpfhuber auf die Bühne bitten. Ganz kurz, Andreas Rumpfhuber ist Architekt und Architekturtheoretiker. Er publizierte einige hochinteressante Bücher. Ich erwähne von den vielen möglichen Titeln, die ich jetzt erwähnen könnte, zumindest Architektur immaterieller Arbeit. Er unterrichtete und unterrichtet auch nach wie vor an verschiedenen Architekturschulen und Kunstakademien, derzeit an der Akademie in Wien. Andreas, du hast dich mit Österreich auch vor allem, wenn ich das schon verraten darf, vor einem durchaus biografischen Hintergrund auseinandergesetzt. Es ist ein sehr berührender Aufsatz, den du hier beigesteuert hast. Was hat das mit, ich meine, Österreich ist ja das Wunderkind jetzt in der letzten Woche geworden in dieser ganzen Rechtspopulismus-Debatte. Man könnte meinen, dass vieles dessen, was du geschrieben hast, vielleicht auch schon Makulatur ist. Es sieht aber bei Lichte betrachtet ganz anders aus. Aber vielleicht beschreibst du uns deinen Zugang zu Österreich und den rechten Räumen, vielleicht auch anhand dieses Bildes, das hier in der Eichplatz zu finden ist. Zuerst einmal danke sehr für die Einladung. Und Entschuldigung, in Wien waren alle T-Shirts mit I Love Ibiza ausverkauft. Ich wäre gern einmal nicht in Architektenkluft gekommen. Ich habe das vor kurzem dann auch auf Facebook gepostet. Es ist schon beim Entstehen dieses Schreiben oder dieses Textes etwas passiert, auch während dem Lektorat, während der Drucklegung gab es immer wieder Anrufe, soll man da das noch mit reinnehmen. Man hat so den Anschein, dieser Text ist, glaube ich, erst 8 Wochen alt, wo ich den abgegeben habe in der Redaktion, und er hat mittlerweile einen Bart, der ganz, ganz lang ist. Es kommen Protagonistinnen oder Protagonisten vor, die nicht mehr politisch aktiv sind und so weiter. Aber dennoch, glaube ich, hoffe ich zumindest einen Teil an dieser Diskussion beizutragen. Aber vielleicht noch zurück zu dieser Wahlkarte. Was ist das? Was sehen wir hier? Das ist eine Grafik, die Wähler... die österreichische Tageszeitung Der Standard hat sie tituliert ein türkises Meer mit Einsprengseln, also mit roten Einsprengseln und mit blauen Einsprengseln. Sie ist dahingehend verzerrt, weil sie versucht, die Wählerinnen zu repräsentieren in Relation zum Territorium. Es gibt ja da bei uns einen 2/3 ist ja Alpen, da gibt es eigentlich gar keinen Wähler und keine Wählerin. Aber dieses Bild war gedacht auch, finde ich, also wie das der Standard publiziert hat, als eine Art ein beruhigendes Bild. Ja. Es gibt ein Stadt-Land-Gefälle, es gibt so eine, ganz dezidiert das Land, da gibt es natürlich die Türkisen, aber auch die Blauen, wie man das sieht, dann so ganz links oben, Braunau, schon erwähnt und so weiter.
Gleichzeitig täuscht dieses Bild total. Ja? Wenn man das genauer anschaut und dann die Städte, die da so schön rot, also Wien wunderbar rot dargestellt ist, dann stimmt das nicht ganz. Ja? Weil da ganz ganz viel, insbesondere dann auch im Wiener Gemeindebau, das ist ein Leuchtturmprojekt der Sozialdemokraten, es einen wahnsinnig, also seit Jahrzehnten mittlerweile, also seit den 80er Jahren, einen sehr harten Schlagabtausch zwischen freiheitlicher und sozialdemokratischer Wählerinnenschaft gibt. Weil schon der Armin das vorher gesagt hat, die Frage nach dem, was tun. Ja? Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, zu verstehen, was uns da repräsentiert wird. Ja? Ob das jetzt diese Wahlkarte ist, aber auch andere Bilder, zu denen vielleicht noch kommen wird. Und um das zu analysieren und zu verstehen. Ja? Und vielleicht eine Sache ist auch noch da, wenn man das versucht zu analysieren, zu verstehen, geht es auch immer ganz stark auch um so eine Historisierung. Ja? Für mich zumindest. Historisierung dieses Problems des Deutschnationalismus in Österreich. Und da gibt es mehrere Stränge, die in die Geschichte führen. Einer, der dann während des Schreibens mir aufgefallen ist, der ist, dass in diesen FPÖ-Hochburgen, ja, den traditionellen in Oberösterreich, im Innviertel, in der Steiermark, aber auch in Kärnten, interessanterweise auch die Gegenreformation. Also Österreich war, das weiß man ja heutzutage kaum mehr, protestantisch, ja, zu einem gewissen Zeitpunkt. Und es wurde dann von den Habsburgern ein Pakt gemacht, um das so ganz salopp zu sagen, mit der römisch-katholischen Kirche und gegenreformiert, ja, also im Zeitalter des Barock. Ja. Die ganzen österreichischen Regierungssitze, also des Innenministers zum Beispiel, sind alles heute barocke Palais, ja, also Insignien dieser gegenreformatorischen Sache. Und diese Gebiete, die heute immer noch deutschnational wählen, ja, interessanterweise korrelieren mit den Gebieten, in denen die Gegenreformation extrem brutal verstatten gegangen ist. Was ich versucht habe in meinem Text, wenn du das angesprochen hast mit dieser Biografie, weil ich mir eigentlich am Anfang ganz schwer dann habe, darüber zu schreiben. Es gibt für mich kein dezidiertes rechtes Projekt in Österreich, dass ich sagen könnte, da wird rekonstruiert oder und so weiter. Also und das kann ich in die Richtung fortführen. Aber ich glaube, der Zugang war dann für mich schlussendlich der, zu sagen, von welcher Position aus schreibe ich? Ja? Also ich kritisiere das natürlich und arbeite ganz stark dagegen, ja? Aber gleichzeitig bin ich auch sozialisiert, subjektiviert, ja? So wie ganz, ganz viele andere auch in unserem Land. Ja? Und das war so mein Einstieg, ja? Mit einem Nazi, einem kleinen Nazi, wie man es bei uns so schön sagt, Großvater, einer Monarchistin, die widerständig war und so weiter. Ich glaube, das Wichtige, glaube ich, um das auch zu verstehen, was dann passiert ist, ist, also oder nochmal zu sagen, ist, dass diese Subjektivierung und auch diese Gräuel des Zweiten Weltkriegs dann nach dem Zweiten Weltkrieg einfach nicht aufgearbeitet wurden, ja, meiner Meinung nach. Und das ist das eine, das heißt, es muss uns wieder gut gehen. Ja, diese Geschichte, Wirtschaftswunder, Vollarbeitszeit und so weiter. Dann passiert aber in den 80er Jahren etwas ganz Interessantes, dass die Wirtschaft plötzlich da niederliegt oder nicht mehr Vollbeschäftigung produziert und damit gibt es auch so eine neoliberale Wende. Ja? Und in Österreich auch, dann halt mit ganz vielen Staatskrisen und Skandalen, ob das die Waldheim-Affäre war, die hoffentlich jeder kennt hier, ehemaliger österreichischer Bundespräsident, der das dann verneint hat, der war im Balkan stationiert während dem Zweiten Weltkrieg, aber auch dann der Aufstieg der FPÖ durch Jörg Haider. Ja? Das ist ein Bauernhaus, wie wir hier oben sehen. Ja. Genau, also das ist da ganz rechts oben gibt's. Das ist dann, was ich dann versuche in diesem Text, ist versuchen vier Kategorien zu machen, ja? Also um diese Räume zu verstehen, zu analysieren und das geht als erstes diese Räume, die sich der Öffentlichkeit entziehen, also die Burschenschaftslokale, die bei uns Buden heißen, das ist ja, glaube ich, in Deutschland ganz anders konnotiert, dieses Wort. Zweitens beschreibe ich die offiziellen symbolischen Räume, die besetzt werden. Also da gibt es dann vielleicht das andere, diese Porträts, Heinz-Christian Strache auf der linken Seite, ganz oben der Norbert Hofer, der sich mit Andreas Hofer, dem verklärten Freiheitskämpfer, porträtieren lässt und ganz unten rechts eine der
wichtigsten und gefährlichsten Figuren in Österreich, auch wenn man es ihm nicht ansieht und es nicht glaubt. Sebastian Kurz mit Orban, oder? Hat aber auch ganz andere Leute dort empfangen, also bei diesem Bild. Und der dritte Kategorie, die da einführen in diesem Text, ist Räume des Tabubruchs, des Öffentlichen, wo es darum geht, zum Beispiel Ulrichsberg-Treffen, aber auch, also da sieht man dann unten diese Sache, die eben auch nie thematisiert wurde. Es wurde erst 2009, glaube ich, unter einem SPÖ Heeresminister, Verteidigungsminister, untersagt, dass österreichische Bundesheer hier teilnehmen kann, ja, bei diesem Treffen. Aber auch zum Beispiel Jörg Haider und diese Geschichte, wie er zu seinem Bärental gekommen ist. Und die vierte Kategorie, die ich einführe, ist eine Ordnung von Raum, die direkt auf die Masse abzielt. Ja, weil ich glaube, das ist immer, also wie kann es sein, dass der Gemeindebau, ja, teilweise 40%, 45% FPÖ-Wähler hat. Ja? Und das versuche ich, das öffnet dann auch hin zu dieser Frage nach dem, was zu tun vielleicht. Vielleicht können wir nochmal, ich möchte auf jeden Fall über diese Typologie sprechen, weil die, denke ich, sehr, sehr hilfreich sind, auch um nachzudenken, was heißt was tun auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Aber ich würde nochmal gern zurückgehen zu dieser Grafik. Beim Lesen sozusagen eurer Beiträge, aber jetzt auch in der Diskussion, merke ich eine wunderbare Nähe zwischen Ex-Jugoslawien und Österreich. Also ihr diskutiert auch sozusagen, wo beginnt eigentlich der Balkan, nicht? In Wien sagt man, beginnt am Rennweg, nicht? Im dritten Bezirk. Also beginnt in Wien, ne? So. Ja, also das ist sozusagen das ist eine offene Frage. Warum ich das erwähne, ist, also ich bin auch noch so mit dem Standard oder auch irgendwann Politikwissenschaft studiert, so aufgewachsen, immer mit so Trennungen. Es gibt irgendwo die Konservativen, die sind am Land, das sind ÖVP-Wähler, aber wo sich sozusagen wirklich abspielt, ist zwischen Rechten und Sozialdemokratie. Das ist im Gemeindebau. Das ist sozusagen die Frage, die über rechts oder links in Zukunft entscheiden wird. Und das scheint ein bisschen wegzubröckeln, dieses einfache Schema. Nicht nur, weil die Farben Türkis und Blau so fast nicht zu unterscheiden sind, wenn ich meine Brille runternehmen würde jetzt, aber auch in anderen Debatten im Heft ist das sehr schön in die Debatte in Frankreich mit den gelben Westen, nicht? Das sind eigentlich nicht die, sozusagen die Abgehängten, die keine Perspektive haben, die keine Zukunft haben, sondern das sind eigentlich relativ privilegierte Teile, sozusagen des Mittelklasse oder privilegierte Arbeiter, die aber eher sozusagen Abstiegsangst haben, ja? Das ist sozusagen eine andere Bevölkerungsschicht sozusagen. Ist das sozusagen diese Veränderung, die du ansprichst, dass wir sozusagen nicht mehr so einfach immer auf die Arbeiter und auf die Banlieue und auf die sozusagen die Unterschicht, wie die dann genannt wird, blicken können, sondern eher auf die Mitte sehen müssen? Weil du sagst, auch Kurz ist der Gefährliche, nicht? Also aber ich glaube, das deswegen, weil das einfach, also in Österreich natürlich, oder vor allem in Wien, ja, also ich bin jetzt Wien sozialisiert seit 10 Jahren, ist es noch einmal ganz was anderes, weil das sozialdemokratisch seit 100 Jahren regiert wird und dort eine ganz andere, also immer ganz eine andere Wohnbaupolitik betrieben wird, wie wir hier in Berlin erleben und so weiter, oder in England, ja. Ich glaube, es ist nur einmal komplizierter, ja, weil, wenn wir jetzt über die Gemeindebauten sprechen, ja, dann sprechen wir sehr wohl nicht unbedingt über die Mittelschicht. Ja. Es gibt den geförderten Wohnbau in Wien, der eine Mittelschicht anspricht. Ja. Der Gemeindebau ist sehr wohl immer noch viel mit Migrantinnen besetzt mittlerweile, aber auch mit Österreichern und Österreicherinnen, die bildungsfern sind, sagen wir mal, also die teilweise am Arbeitsmarkt es schwierig haben. Gleichzeitig sind sie aber privilegiert, ja, in diesen Bauten, werden aber diskursiv auch von der Linken zu Verlierern der Gesellschaft gemacht, ja, weil sie, also durchaus eine neoliberale Politik, die natürlich von der FPÖ total affirmiert wird. Ja, auch der Begriff sozialer Wohnbau, der sich immer mehr auch in Österreich durchsetzt, ja, ist ja einer, der historisch gar nicht so, den gibt es so lange nicht. Ja? Also weil, also das Stigmatisieren des Gemeindebaus als etwas, das nicht mehr ein Gemeinschaftsprojekt ist von uns allen, ja, für uns alle, sondern es ist eines, das sagt, dort leben die Leute, die es nicht leisten können, eine Privatwohnung zu haben. Ja? Und über das, ja, und dann plus dem, dass man sagt, okay, der Nationalratsabgeordnete X oder Y, wie zum Beispiel Peter Pilz,
der lebt im Gemeindebau, der ist also der verdient so viel. Warum soll der im Gemeindebau leben, der so billig ist? Ja? Also dann wird ein Diskurs aufgebaut, der Peter Pilz ist der Oberauf, also ein ehemaliger grüner Politiker, mittlerweile eine eigene im Parlament mit einer eigenen Fraktion vertreten, der ich würde mal sagen, so der Oberaufdecker Österreichs war, der ganz viele Skandale irgendwie immer wieder produziert hat. Ist, glaube ich, egal, weil es gibt genug andere Politikerinnen und Politiker, aber auch andere Leute, die im Gemeindebau gelebt haben. Und es wird ein Diskurs aufgebaut, der den Menschen suggeriert, sie sind die Verlierer, ja, auch wenn sie es nicht sind. Und über das wird es im Gemeindebau zumindest verhandelt. Ja? Also diese, es gibt andere Stränge auch, die man, glaube ich, denken kann. Ja? Wir sind nach wie vor in Österreich, fahren weiter nach Norden Richtung München zunächst. Die Tour führte an der AfD-Zentrale in Bayern vorbei, in dem unter anderem Peter Büstron sein Büro hat. Allerdings findet sich nirgendwo ein Klingelschild oder ein Hinweis dafür, dass die AfD-Zentrale hier sich in diesem Ort befindet, in dem sich auch noch eben im Erdgeschoss ein chinesisches Restaurant befindet. Wir haben herausgefunden, dass der Hausbesitzer im Grunde ein Bordellbetreiber ist, der hier, im Grunde hatte die AfD in München das Problem, überhaupt Büroflächen zu finden, und die einzige Möglichkeit war eben hier in eine Vorstadt von München zu gehen und dort ein nicht von der Straßenseite nicht einsehbares Penthouse auf diesem Gewerbebau zu beziehen. So näherten wir uns München und wir kamen dann sehr, sehr schnell eben in das Stadtzentrum und hatten dann dort verschiedene Touren, unter anderem eben auch mit einer Dame, die uns im Alten Hof, also dem ehemaligen der ehemaligen Herrscherresidenz von Bayern, dieses Gemälde in die Luft hielt. Es handelt sich hier um ein Kunstwerk aus dem Jahre 1918, und zwar von Adolf Hitler, der ja ein Jahr zuvor von Wien nach München gezogen war und dann sein erstes Geld eben als sogenannter Kunstmaler verdiente. Wir gingen dann sehr schnell dann eben auch in das Hofbräuhaus, und eben nicht nur im unteren Bereich, den alle kennen, sondern ein Stockwerk drüber gibt es dieses unglaublich schöne, riesige, diesen riesigen Festsaal aus dem, ich glaube, 16. Jahrhundert, in dem die NSDAP gegründet wurde, vor damals, ich glaube, 1500 Leuten. Wir gingen dann eben auch zum Odeonsplatz, wo nach dem Vorbild des Marsches auf Rom eben auch der Hitler-Ludendorff-Putsch stattfinden sollte, der ja bekanntlich misslang, bei dem genau 14 Nazis von der bayerischen Polizei umgebracht wurden. Und die Leichen dieser 14 Nazis wurden dann eben in Totentempel am Königsplatz aufgebahrt und dort quasi als Blut, sogenannte Blutzeugen der Bewegung, dann für die jeweilige Gegenwart dann eben auch instrumentalisiert. Wir hatten dann eben auch ein Treffen mit Robert Andresch, einem unglaublich verdienten Journalisten, der keinen einzigen der, ich glaube, 450 Prozesstage des NSU-Prozesses verpasst hat und alles genauestens verfolgt und analysiert hat. Ausgehend von München sind wir weiter nach Frankfurt gefahren, haben uns die neue Frankfurter Altstadt angesehen, die ja bekanntlich auf die erste politische, ich betone politische Initiative eines Rechtsradikalen zurückgeht. Zu dieser Zeit schwelte in Frankfurt eben auch die Debatte über die Steif-Filiale in der neuen Frankfurter Altstadt. Dort gab es eine Zeit lang eben den Versuch, das Paradeprodukt der Firma Steif eben vor dem Laden aufzubauen, nämlich eine, glaube ich, 2,5 Meter hohe Giraffe. Es gab dann aber auch Proteste von Anwohnern, dass dieses Tier ja eigentlich gar nicht nach Deutschland passen würde, sondern
Auch nicht den Reglements der einer guten deutschen Altstadt entsprechen würde. Seither gibt es eben durchaus auch eine Korrespondenz zwischen der Firma Steif, die ja hier für das Amüsement von Passantinnen und Passanten sorgen will, und den Hütern der Identität einer deutschen Altstadt. Wir wollen dann weiter zum Kyffhäuser-Denkmal, einem ja doch erstaunlich klar rechts konnotierten Ort, und zwar seit der Errichtung Ende des 19. Jahrhunderts, mithilfe des sogenannten Botschaftsgedenksteins, der Richter Wilhelm II. Seinem Vorgänger Wilhelm I. Ein Denkmal errichten wollte, in dem er auf den Kampf von Wilhelm I. gegen den sogenannten inneren Feind der Sozialdemokratie hingewiesen hat. Also das ganze Kyffhäuser-Denkmal ist gegen den vermeintlichen inneren Feind der Sozialdemokratie errichtet worden. Und vor diesem Hintergrund überrascht es natürlich nicht, dass das Kyffhäuser-Denkmal zu dem bevorzugten Treffpunkt des Flügels der AfD wurde, die sich dort zweimal trafen. Es gab auch eine besonders hohe Dichte an Merkel muss weg Aufklebern an diesem Kyffhäuser-Denkmal. Und es gibt einen ganzen, haben wir dann rausgefunden, vor Ort, einen ganzen Motorrad-Biker, Rechtstourismus ein Hotelier, der von diesen Leuten lebt, fand dann durch Zufall eben eine alte Nazi-Statue von Paul von Hindenburg, die unter einem Anbau aus den 50er Jahren gefunden wurde. Und dieser Paul von Hindenburg liegt jetzt eben so halb ausgebuddelt direkt auf diesem Grundstück. Und direkt daneben können diese Biker auf Holzstatuen von Angela Merkel und Paul von Hindenburg Nägel eintreiben. Ne? Die Holzstatue von Angela Merkel ist doch eindeutig stark zermartert worden. Wir haben dieses Kyffhäuser-Denkmal dann entsprechend analysiert, und an dieser Stelle würde ich gerne die zweite Zuschaltung heute vornehmen, und zwar nach Polen, und ich würde gerne Wojciech Dżaja auf die Bühne bitten. Ja, Wojciech Dżaja ist Architekt, Architekturkritiker, auch weit über Österreich sehr bekannter Architekturkritiker, schreibt unter anderem für die bereits erwähnte Zeitung Der Standard. Und von den vielen Büchern, die Wojciech Dżaja geschrieben hat in den letzten Jahren, möchte ich vielleicht das zuletzt erschienene zumindest erwähnt haben, Hektopolis, ein Reiseführer in 100 Städte. Wojciech, du hast dich Polen angenommen. Und wir haben hier natürlich auch über den Präsidenten Kaczynski zu sprechen. Was ist für dich das Spezifikum der rechten Räume Polens, wenn wir uns zunächst die Figur Kaczynski vor Augen führen? An dieser Stelle guten Abend, und ich möchte mich bedanken für die Einladung zu dem Artikel. Während der Recherchen habe ich vieles erfahren, was ich gar nicht erhofft habe zu erfahren. Und zum Teil ist es mir so vorgekommen, als ob ich für ein Krimi-Drehbuch recherchieren würde. Also was da zutage gekommen ist durch die Gespräche mit den Experten, Expertinnen in diesem Land, hat mir zum Teil den Atem beraubt. Ich glaube, dass wir zu einigen Punkten heute noch kommen werden. Andreas, du hast gesagt, Sebastian Kurz ist ein gefährlicher Mann, auch wenn er nicht gefährlich aussieht. Ich glaube, das trifft auf Jarosław Kaczynski auch zu. Jarosław Kaczynski ist ein kleiner, sympathisch wirkender Mann, der stets freundlich in die Kamera grinst, der immer wieder in Gesprächen, in Interviews auch betont, dass er ein alleinstehender Mann ist, der seinen Bruder bei einem tragischen Flugzeugunglück verloren hat, der mit einer Katze lebt, in einem kleinen, fast schon Waldhäuschen, wie er immer sagt, in einem Warschauer Stadtteil namens Żoliborz, und dass er nicht einmal ein Auto hat. Also das betont er immer wieder. Tatsächlich ist es aber ein Mann, dem einige Grundstücke in Warschau gehören. Das, was man links oben sieht, sind die Srebrna Twin Towers. Das ist ein Doppelhochhaus mit Büroflächen, das geplant ist. Was daraus werden wird, das werden wir noch sehen. Und ihm, nicht ihm direkt, aber ihm indirekt, über eine Stiftung, die er ins Leben gerufen hat,
die Lech Kaczynski-Stiftung, die nach seinem verstorbenen Zwillingsbruder benannt ist, gehört dieses Grundstück. Und auf diesem Grundstück befindet sich heute noch ein Haus, das 100 Jahre alt ist und das abgerissen werden soll. Und dazu muss man wissen, dass Warschau eine Stadt ist, die im Zweiten Weltkrieg sehr, sehr stark zerstört wurde und die so wenig alte Bausubstanz erhalten konnte, dass jedes Haus, das vor 1944 errichtet wurde, in Warschau automatisch unter Denkmalschutz steht, weil dort alte Bausubstanz einen anderen Stellenwert hat als in vielen anderen Städten. Dieses Haus, das 100 Jahre alt ist, wird abgerissen werden, obwohl es unter Denkmalschutz steht, weil es der PiS gehört. Und da gibt es ganz, ganz wunderbare Regelungen und Absprachen, wie Jarosław Kaczynski und die PiS und auch die dazugehörigen Minister in der Regierung dazu beitragen, dass man auch einige Gesetze umgehen kann. Wenn wir über Polen sprechen, sollten wir, müssen wir auch über die Rolle der katholischen Kirche sprechen. Wenn wir Bilder wie diese sehen, drängt sich ja die Frage auf, gibt es eine Architektur des polnischen Rechtskatholizismus? Spannend habe ich gefunden, ein kurzer Einschub. Es gibt, glaube ich, keine Architektur des polnischen Rechtspopulismus. Also was sich in den Gesprächen mit den Soziologen, Soziologinnen, Architekten, Architektinnen etc. gezeigt hat, ist, dass die rechtskonservative Politik sich eher auf das System auswirkt und auf die Stadtplanung und darauf, wie Stadt verstanden wird. Und da möchte ich, wenn noch die Zeit ist, ganz kurz eine Anekdote reinbringen, bevor ich dir auf die Frage mit der Kirche antworte. Jarosław Kaczynski wollte ein Denkmal für seinen verstorbenen Bruder errichten, das hat er auch geschafft. Und dieses Denkmal wollte er unbedingt vor dem Präsidentenpalast errichten. Es haben sich gewisse Stadtplanungsgremien eingeschaltet, die gesagt haben, wunderbar, ein Denkmal, absolut okay und gebührend und wichtig. Errichten wir das doch an einem anderen Platz in einer B-Lage, um dort einen attraktiven Magneten hinzubringen. Jarosław Kaczynski hat gemeint, nein, das machen wir nicht. Ich will es vor dem Präsidentenpalast machen. Und da hätte er dazu aber einige Genehmigungen der Stadtplanung gebraucht, die in Warschau eher linksorientiert ist. Also es wäre unwahrscheinlich gewesen, dass das gelingt. Was hat der Herr Kaczynski gemacht? Er hat beschlossen, den Platz vor dem Präsidentenpalast aus dem Stadtgut, aus dem öffentlichen Gut hinauszunehmen und zu einer Militärzone zu erklären. Und auf einer Militärzone gelten keine Baugesetze. Damit das möglich ist, hat der Verteidigungsminister Antoni Macierewicz, der mittlerweile nicht mehr im Amt ist, ein Gesetz erlassen, das es ermöglicht, ein öffentliches Gut bei Bedarf zu einer Militärzone zu erklären. Wunderbare Verstrickungen. Also das ist sozusagen die Auswirkung der Politik. Und die Auswirkung der Kirche, die wirkt sich tatsächlich auch auf die Architektur aus. Polen hatte zur Zeit des Kommunismus Kirchenräume, die sehr stark modern geprägt waren, die eher in die Zukunft geschaut haben, die sich auch als Zusammenkunft des Volkes verstanden haben. Das, was wir heute in Polen vorfinden, ist ein Rückschritt in eine Vergangenheit, wie man zum Beispiel am Beispiel links oben sieht, eine Vergangenheit, die es in der Form eigentlich auch gar nicht gegeben hat. Also es ist ein Historismus, der eine Zeit zitiert, die es nie gab. Das, was man links sieht, ist die Kathedrale von Licheng. Wer von Ihnen Licheng nicht kennt, dem geht es genauso, wie es mir noch vor 3 Monaten gegangen ist, bevor ich den Artikel geschrieben habe. Diese Kathedrale ist, glaube ich, die zweit- oder die drittgrößte Kirche Europas mit dem fünfthöchsten Kirchturm nach Ulm, Köln und so weiter. 142 Meter, ganz, ganz großes Gotteshaus mit einem Vorplatz für bis zu 25.000 Pilger. Licheng ist ein Dorf mit 1.100 Einwohnern. Rundherum, wenn man eine Luftaufnahme sieht, ich habe gehofft, dass ihr die Luftaufnahme auch noch reinkriegt, aber sie ist sich aus Platzgründen nicht ausgegangen, sieht man, dass circa 200, 300 Einfamilienhäuschen stehen und dann gibt es nur noch Felder. Und mittendrin steht dieses riesige Monstrum. Und eine Auswirkung auf die Architektur zeigt sich auch wunderbar am rechten Beispiel.
Und schön, dass man auch hier jetzt dieses Foto sieht. Das ist das, so, und das ist ein so komplizierter Name, dass ich das jetzt ablesen muss. Sekunde. Das ist das Sanktuarium der Jungfrau Maria, Stern der Neuevangelisierung und des heiligen Johannes Paul II. Ich bin froh, dass ich das jetzt nicht auf Polnisch vorlesen muss, weil mein Polnisch ist nicht nur so gut, dass ich das jetzt akzentlos herausgebracht hätte. Und das ist ein Gebäude in der Stadt Toruń, das als Erbietung der Jungfrau Maria errichtet wurde. Und wenn man hineingeht und auf die Rückseite geht, dann sieht man dieses wunderbare Mosaik, das Sie jetzt hier sehen, links oben. Das zeigt Jesus mit diesen auratischen Strahlen, ein wunderbares Mosaik. Und oben drauf steht Wasche Radio. Euer Radio. Euer Radio steht über dem Christus, weil der Tadeusz Rydzyk, das ist der Inhaber von, also der Chef von Radio Maria, dieses Sanktuarium gesponsert hat. Und wenn man sowas sieht und mit welcher Kritiklosigkeit und Selbstverständlichkeit sowas in Polen, zumindest von einem Teil der Bevölkerung, man kann gar nicht sagen von der Bevölkerung, weil das wäre eine Unterstellung, aber von einem Teil der Bevölkerung angenommen wird, dann erzeugt das leider Gänsehaut. Tadeusz Rydzyk ist ja auch bekannt für seine antisemitischen Äußerungen, die ihm regelmäßig auch Konflikte mit dem Vatikan einbrachten und weiterhin auch einbringen werden wohl. Ne? Okay, vielen Dank, Wojtek, für diese Einblicke nach Polen. Ich schlage vor, dass wir weiter nach Norden fahren. Wir fuhren dann nach Halle und haben uns das deutsche Pendant zur Casa Pound in Rom angeschaut, das sogenannte Haus für Kontrakultur in Halle, das direkt gegenüber dem Universitätscampus in Halle errichtet wurde, als eine Art auch Brückenkopf gegen die vermeintlich linksliberale universitäre Community. Der Weg führte weiter nach Dresden. Wir können heute Abend leider Dresden aus Zeitgründen nicht thematisieren, aber es wäre eine eigene Veranstaltung wert, die komplette geschichtsrevisionistische Industrie, Tourismusindustrie in Dresden mal zu analysieren und auch die ganzen Rekonstruktionsmaßnahmen hier zu analysieren. Wir sehen hier den Rücken eines neonazistischen Dynamo Dresden Fans, der sich eben originellerweise nicht unsere Ehre heißt Treue auftätowieren ließ, sondern schlicht und einfach nur Elbflorenz. In diesem Kontext haben wir uns dann natürlich auch mit den sogenannten völkischen Siedlungen in Mecklenburg-Vorpommern auseinandergesetzt. Ich schlage vor, dass wir an dieser Stelle uns von bestimmten Orten lösen. Und an dieser Stelle würde ich gerne Philipp Krüppe auf die Bühne bitten. Philipp Krüppe ist Architekt in Berlin. Er studierte mit Schwerpunkt Kulturtheorie an der TU München und schreibt für verschiedene Periodika, unter anderem eben auch den Baumeister, und hat auch einen Lehrauftrag am IGMA. Und Philipp hat sich im Rahmen dieser Architektur eben aufbauend auch auf seine Abschlussarbeit mit dem Verhältnis von Architekturdiskurs, Rechtsradikalismus und sozialen Medien auseinandergesetzt. Und du hast dich auch sehr stark mit der identitären Bewegung auseinandergesetzt. Du hast dich auch mit einem bekannteren IB-Aktivisten, der hier in Berlin verortet ist, Robert Timm heißt er, glaube ich, Robert Schinkel Timm, auseinandergesetzt. Was kannst du uns von dieser Begegnung berichten? Genau, ich bin auf Robert Timm gestoßen, weil Robert Timm eben, er ist Aktivist bei der Identitären Bewegung, aber er ist eben auch Architekt, und das hat mich interessiert als Architekt, weil ich eben in diesem Thema auch schon drin war. Vielleicht ganz kurz zu diesem Bild. Da war eigentlich Robert Timm federführend verantwortlich für diese Aktion. Er als Architekt hatte mir dann gesagt, er konnte die Längen der Leitern berechnen, um da hochzuklettern und so weiter. Aber mich hat dann am Schluss die identitäre Bewegung dann nur noch am Rande interessiert, sondern generell diese Akteure, diese rechten Akteure, die für diese Bildrhetorik eigentlich verantwortlich sind. Und
wir waren heute auch vor Ort und da gab es eben diese Aktion und diese Aktion hat nur so gut funktioniert, weil sie dann in den sozialen Medien eben, es wurde ein Video produziert und das wurde dann mehrfach geteilt und dann haben auch die klassischen Medien das aufgegriffen und man kann vielleicht an dem Punkt auch problematisieren, das war 2016, ich glaube, dass da auch rausgelernt wurde, dass dann plötzlich die identitäre Bewegung einfach nur als Greenpeace von rechts bezeichnet wurde, was absolut verharmlosend ist, weil sie einfach, weil die Führungspersonen da einfach aus der HDJ oder der NPD oder radikalen Burschenschaften kommen. Genau, also mich hat diese Rhetorik interessiert und man sieht, dass da natürlich ein klassizistisches Bauwerk sehr präsent ist. Es kann natürlich sein, dass es einfach ein ikonografisches Bauwerk, deswegen hat man das gewählt, aber Robert Timm hat schon durchblicken lassen, dass dieser Klassizismus ihn, sagen wir mal, als preußische Staatsarchitektur, dass er das nicht zufällig gewählt hat. Und ich habe weiter gesucht und es gibt tatsächlich auch rechte Architekturblocks, wie man das hier sieht, also wo eben gegen so eine globalisierende Glasarchitektur gewettert wird und man versucht sozusagen lokale Stile wieder zu etablieren, die anscheinend überall abgerissen werden, die Gebäude. Genau, vielleicht kannst du noch weiter, du hattest noch ein anderes Bild, noch eins? Genau, also und dieser Architekturblock, ich dachte, okay, vielleicht ist der ja einfach, mag der einfach moderne Architektur nicht, das sei ihm gelassen, aber er ist eben dann doch, wenn man so durchliest, sehr ja, tief rassistisch eben, wenn eben hier in dieser auf dem rechten Bild plötzlich vom Austausch der deutschen Bevölkerung gesprochen wird und da muss dann die Architektur, wie gesagt, das ist ja ein Entwurf von Stabarchitekten vor dem Kölner Dom herhalten, dass eben die Architektur, die moderne Architektur für den Einwanderer steht, der den Kölner Dom verdeckt, also die deutsche Bevölkerung austauscht, in gewisser Weise. Auch links sieht man auch, das war natürlich sehr schrecklich, dass das in Notre Dame gebrannt hat, aber auch da gab es natürlich dann gleich Verschwörungstheorien und das hat natürlich auch dieser Block aufgegriffen und dann wurde gemutmaßt, dass vielleicht Muslime das angezündet haben oder das wurde sogar vom Staat initiiert, damit eine Moschee gebaut werden kann und so weiter und so fort. Genau, vielleicht kann ich vielleicht eine Frage stellen, weil es gibt zwei Aspekte, die mich interessieren und bei beiden ist so etwas vorhanden, was man ein bisschen Beunscheinbarkeit nennen könnte. Du hast zwar gesagt, ich interessiere die identitäre Bewegung nicht, aber meine Frage wäre mal, warum nennen sich die so, wie sie sich nennen? Also was meinen die mit identitär? Und Bewegung impliziert ja auch, als ob das so etwas Autochtones, Natürliches, sozusagen von Grassroot-mäßiges wäre, worüber du auch irgendwie geschrieben hast. Also das ist die eine Frage und die Unscheinbarkeit eben auch in dem Beispiel. Man denkt, das ist einfach nur, ja, der hat einen anderen Geschmack oder die haben einen anderen Geschmack und dann merkt man, je tiefer man gräbt, wie stark der Rassismus ist oder welche paranoiden Ideen dann aufkommen, wer jetzt Notre Dame sozusagen angezündet hat, das waren natürlich die Muslims und so weiter. Also über diese Unscheinbarkeit, ob du das sagen kannst, genau, und den Begriff also, identitäre Bewegung. Ja. Ich glaube, dieser Titel ist eben, er klingt sehr verharmlosend, er klingt eben nicht so schlimm wie Heimattreue deutsche Jugend oder so, ja, so rechts. Identität ist irgendwie sowas, wonach alle irgendwie dann suchen und sie macht es eben in einer deutschen Kultur, aber wir sind da auch ein bisschen wahllos. Manchmal ist es die preußische Kultur, manchmal ist es die deutsche, manchmal ist es die europäische, manchmal die abendländische, also da, das ist, wie es halt gerade passt. Was aber interessant ist, dass dieses Kulturdenken ganz schnell in so ein Rassendenken umschlägt. Also zum Beispiel Martin Lichtmesch ist so einer der österreichischen rechten Vordenker, der wirklich ein ganz strammer Rassist und Antisemit ist, der eben sagt, dass Europa nach dem großen Austausch vielleicht noch geografisch Europa darstellt, aber eben nicht mehr kulturell und ethnisch. Und er plädiert für einen weißen Ethnostaat, wo sich dann die Willigen, diese Worte hört man zum Beispiel auch von Höcke vielleicht ein bisschen verdeckter, wenn er von Mitteldeutschland spricht, wo dann sozusagen die weißen Willigen sind und untereinander leben und im Rest Deutschlands oder Europas
mischt sich alles so in, um in seiner Rhetorik zu bleiben. Genau, und ich meine, man muss sich das vorstellen, ein weißer Ethnostaat würde also Rassentrennung bedeuten. Und das ist natürlich das, was wir schon öfter in der Geschichte hatten und wo wir sicherlich nicht hinwollen. Okay, vielen Dank für diese Einblicke in mediale Räume. Wir haben uns ja ganz offenkundig jetzt von bestimmten Orten und auch Ländern gelöst. Und wir würden das gerne noch weiter treiben, indem wir jetzt an dieser Stelle auch über literarische Räume, über literarische rechte Räume sprechen. Und ich darf herzlich Tina Hartmann auf der Bühne begrüßen. Tina Hartmann ist Professorin für Literaturwissenschaften an der Universität Bayreuth, aber auch Librettistin und Autorin zahlreicher Libretti. Sie publizierte unter anderem Bücher mit Titeln wie Goethes Musiktheater oder auch Grundlegung einer Librettologie. Kannst du vielleicht die Slides machen? Ich habe den Vorteil, dass ich das 8-Plus-Heft schon vor 48 Stunden bekommen habe. Und mich haben speziell diese beiden Bilder so interessiert, weil da eigentlich etwas sehr Paradoxes irgendwie auftritt. Nicht? Man hat, egal wie man jetzt zu AfD und so weiter steht, würde man die nicht mit Aufklärung assoziieren als erstes, eher mit, sagen wir mal ganz neutral gesehen, was Romantischen. Ja? Sowohl was ihre Blick auf die Vergangenheit betrifft, aber auch was bestimmte Rollenmodelle oder bestimmte Vorstellungen, wie Frauen und Männer sich zueinander verhalten, bestimmte Genderpolitik betrifft. Aber was wir hier sehen, ist ein ganz positiver, eine Umarmung sozusagen von Aufklärung. Wie kommt das zustande? Also das ist ja ein bekanntes Phänomen bei der Rechten oder neuen Rechten, dass sie gerne Begriffe okkupiert, die für uns positiv besetzt sind. Also wir umarmen die Aufklärung, wir erstaunen alle und denken, interessant, was ist nun die Aufklärung? Das ist aber schlicht und ergreifend eigentlich ein Eurozentrismus. Also Aufklärung steht genau wie so Begriff wie Abendland und das oder Humanismus, humanistisches Abendland, das steht letztlich für einen Eurozentrismus. Und was die Sache so gefährlich macht, ist, dass damit durchs Hintertürchen auch immer eine Rechtfertigung des Kolonialismus einhergeht. Und der Gegensatz wird natürlich Abendland, Morgenland aufgemacht, also der Islam, der die Errungenschaften der Aufklärung und unsere Freiheit bedroht. Und deswegen ist es so schön, dass diese beiden Posts von Mark Jonken in unmittelbarer Nachbarschaft stehen, denn sie waren historisch auch am selben Tag auf seiner Facebook-Seite. Und wir haben eben, es wird suggeriert, dass es eine Verbindung gibt zwischen der Nationalversammlung unter der schwarz-rot-goldenen oder gelben Flagge und der Aufklärung. Und da wird natürlich etwas verbunden, bei dem man sagen muss, wir haben alle ein sehr positives Verhältnis dazu. Wir denken, ja, die Nationalversammlung ist ein Hort der Freiheit. Das ist die erste Versuch, eine Republik zu gründen. Aber hier haben wir eigentlich einen Gegensatz, weil die Aufklärung letztlich immer international gedacht hat und weil mit der Nationalversammlung eigentlich der Begriff des Volks, des Völkischen beginnt und der eben genuin dann nach sich zieht, auch so eine Erfindung des Antisemitismus, den es vorher zum Beispiel nicht gab. Es gab vorher einen Antijudaismus, der aber immer die Option, natürlich via Konversion, aber der immer die Option hatte, Juden und die Idee Juden in die Gesellschaft zu integrieren. Das ist die Idee der Aufklärung, ist eine, die sich auf das Individuum richtet. Während mit der Nationalversammlung kommt diese völkische Idee und das ist etwas ganz Unvereinbares. Also Aufklärung und Nationalversammlung sind letztlich unvereinbar. Mit Aufklärung ist ja immer assoziiert Bücher, nicht? Oder Verlage und das Drucken von Texten und so weiter. Ich habe heute etwas gelernt, irgendwer hat das schon angesprochen, in der Fasanenstraße, nicht? Da ist ein ganz unscheinbares Haus, wo nicht nur ein Verlag drin ist und auch eine Bibliothek, wo man zunächst mal nicht denken würde, dass eine Bibliothek ein rechter Raum sein könnte. Was interessant ist, dass diese Bibliothek auch wieder so einen unscheinbaren Namen hat. Ich glaube, Bibliothek des Konservatismus. Konservatismus, ja. Ja, genau. Und was man da relativ schön sieht, ist nicht nur die Frage, welche Bücher werden ausgewählt, also was zählt zur Aufklärung, was zählt zur Romantik,
was wird überhaupt gesammelt, sondern auch, was findet sich unter welcher Rubrik wieder. Kannst du das nochmal erzählen ein bisschen? Ja, also wir sprechen ja den ganzen Abend schon über Räume, ne? Und jetzt, also über architektonische Räume, die symbolische Räume öffnen. Jetzt haben wir eigentlich den umgekehrten Fall, wir haben symbolische Räume, die dann Implikationen für gebaute Gesellschaftsräume machen. Dieses Bild sieht jetzt ein bisschen aus wie eine Fotomontage. Dieses Bild ist aber tatsächlich so entstanden, als wir konspirativ diese Bibliothek besucht haben und uns genau erklären haben lassen, wie diese Bibliothek aufgebaut ist, also wie diese Sammlung funktioniert. Dazu muss man sagen, dass hinter diesem unscheinbaren Gebäude sich eigentlich eine große Tendenz der sogenannten neuen Rechten verbirgt, nämlich der Versuch einer Akademisierung. Das ist etwas, was heute Abend noch nicht so stark angesprochen wurde, was aber, glaube ich, ganz zentral ist für die Dinge, die wir gerade beobachten. Also es geht weg von den Neonazi-Schlägern, von den Primitiven, von den Ungebildeten, sondern es soll eine Akademisierung geschaffen werden. Das rechte Gedankengut soll salonfähig werden. Und dazu ist ganz wichtig, dass man neue Begriffe hat. Das ist wieder die Verbindung zu dieser Aufwertung der Aufklärung. Also Aufklärung wird zum Euphemismus für Eurozentrismus und letztlich auch für eine Überlegenheit der weißen Rasse. Hier haben wir Konservatismus, der zum Euphemismus letztlich für Reaktion wird. Und das merkt man eben an der Art, wie diese Sammlung gestaltet ist. Sie macht eigentlich einen Gegensatz zur Aufklärung auf. Also während man die Aufklärung ja als eine Art Vektor begreifen kann, von der Vergangenheit in die Zukunft, über den Weg der Utopie, also der Vorstellung, dass es besser wird, die Vorstellung, dass diese Besserung der Weltlage mit der Emanzipation derer zusammenhängt, die benachteiligt sind. Das sind in der historischen Aufklärung die Juden, die Frauen und die Menschen mit anderer Hautfarbe. Es sind alles Gesellschaftsbeteiligte, die zumindest als literarisches Projekt, muss man immer ausdrücklich sagen, als literarisches Projekt und als einzelne Projekte gefördert werden. So, das ist also eine Art Vektorrichtung auf eine Utopie hin. Und dagegen macht jetzt diese als Konservatismus verbrämte Reaktion die Zeit als eine Scheibe auf. Das heißt, es wird eine gute alte Zeit als Beständigkeit gesetzt und diese Beständigkeit wird inszeniert. Nun, wie wird das gemacht? Wir haben ja in jeder Bibliothek, muss man ja irgendwie eine Ordnung haben. Die Ordnung dieser Bibliothek ist erstmal ganz konventionell, also es gibt eine Sammlung nach Gebieten, nach Sachgebieten, die ist dann wiederum chronologisch, also wenn wir die historische Abteilung angucken, dann sind da meinetwegen die verschiedenen Abschnitte und innerhalb dieser Abschnitte, jetzt komme ich zur Literatur, es gibt eine große Literaturabteilung, ist dann wieder alphabetisch geordnet. Soweit so konventionell. Jetzt wird aber diese Zeit als Scheibe, wird als Ordnung oben drüber noch gelegt. Wir haben also, ich nehme mal das Beispiel der Romantik, greife ich raus, dann steht man vor diesem Regal und stellt fest, oh, da steht aber wenig. Da steht nämlich unter Romantik dann nur im Wesentlichen E.T.A. Hoffmann, Heinrich Heine, Jean-Paul und, was aber sicher ein Fehler ist, Arnim stand dann auch noch drin. Und das kommt daher, dass alle anderen romantischen Autoren unter Konservatismus stehen. Die sind also outgesourced und stehen in dieser Vorstellung einer zeitlichen Scheibe des Konservatismus. Und da hat man dann die üblichen Verdächtigen, also die Brentano und natürlich Eichendorff. Also man kann sowieso sagen, Eichendorff ist also die Blaupause, nach der das eingerichtet wurde. Also wir haben da eine Unterteilung. Und was sehr schön ist, ist, dass unter diesem Konservatismus auch Thomas Mann steht. Also das ist, dann sagte mir noch der Bibliotheksleiter, naja, der steht da wegen der Betrachtungen eines Unpolitischen. Also das gesamte Thomas Mannsche Werk ist quasi wegen dieser Betrachtung eines Unpolitischen in Sippenhaft genommen. Vielleicht noch ganz kurz als Nachfrage, müssen wir nicht differenzieren, was du jetzt Akademisierung genannt hast, ist es nicht eher eine Nobilisierung, also dass man nicht mehr sozusagen für Marzahn steht, sondern für Charlottenburg und die Akademisierung ist ja eigentlich was anderes, Wojciech hat das auch angesprochen oder andere, dass es sozusagen eine Art von Hegemoniekampf gibt, um das auch mein Umprogrammieren von Institutionen, von Bildungsinstitutionen, von öffentlich-rechtlichen Institutionen. Also die Differenz zwischen Nobilisierung oder Nobilitierung und Akademisierung. Ich glaube ja, dass es beides ist. Also die Akademisierung ist ja der Versuch, auch eine Wissenschaftlichkeit zu suggerieren. Also diese Bibliothek können wir alle besuchen. Das ist ausdrücklich eine Forschungsbibliothek.
die aber natürlich einen bestimmten Ausschnitt präsentiert und die uns immer suggeriert, naja, eigentlich ist das Kontinuum unserer Geistesgeschichte der Konservatismus, also die Reaktion und nicht die Ausnahme. Ne? Und die also Autoren wie Hoffmann und Jean-Paul und Heine sind quasi der Abfall oder sind die Ausnahmen innerhalb dessen, was wir so als konservative Kontinuität sehen würden. Das ist die eine Seite und Konservatismus bedeutet aber auch immer, dass man eine Breite suggeriert. Also es ist ein schmaler Grat, es geht um eine Akademisierung in die Hochschule hinein, aber es geht eben auch darum, dieses dann auch als besonders anschlussfähig, als populär anschlussfähig durch ein Bildungsbürgertum zu gestalten. Und ich glaube, die Bibliothek schießt in diese beiden Richtungen. Okay, vielen Dank für diese Einblicke in diese Bibliothek des Konservatismus. Bekanntlich in der Fasanenstraße, im selben Gebäude übrigens, befindet sich die Redaktion der vorhin bereits gezeigten Zeitschrift Cato aus dem Junge Freiheit-Umfeld. Und wir sind damit schon in Berlin und an dieser Stelle würde ich sehr gerne Anna Jeboa auf die Bühne bitten. Anna Jeboa ist Architektin, die an der TU München mit Schwerpunkt Kulturtheorie studiert hat und ihre Arbeiten zum Thema Legislating Architecture wurden unter anderem eben auch auf der Architekturbiennale gezeigt. Anna, du hast zu dieser Arch Plus einen Beitrag zum Humboldt-Forum beigetragen, in dem sich auch eine Auseinandersetzung mit der deutschen Kolonialgeschichte findet. Es ist vielleicht so eine Art Kritik des Humboldt-Forums aus einer postkolonialen Perspektive. Kann man das so zusammenfassen? Ja, das kann man so zusammenfassen. Und vielleicht kannst du in diesem Zusammenhang auf das Bild, das wir hier jetzt auf der rechten Seite sehen, dieses Denkmal eingehen. Du hast ja heute auch auf der Tour, auf dem Spaziergang darüber gesprochen. Ich fand das hochinteressant, wie im Grunde eine Art Kolonialismusgeschichte einerseits in Deutschland noch weitestgehend verdrängt wird und dann hier mithilfe demnächst zu erwartenden Humboldt-Forum-Eröffnung quasi durch die Hintertür hereinbricht in den Diskurs. Vielleicht kannst du einfach etwas aus deiner Perspektive hier dazu mit uns teilen. Also die Eröffnung des Humboldt-Forums fällt ja mit dem Ende dieses Jahres zum 100. Jahr des Endes der deutschen Kolonialherrschaft zusammen. Das ist aber nicht der einzige Zusammenhang zwischen diesen beiden Geschehnissen. Diese Statue, dieses Denkmal, was hier abgedruckt ist, haben wir uns heute ja angesehen und es ist gewissermaßen der Startpunkt. Das zeigt Friedrich den großen Kurfürsten, der erste deutsche Herrscher war, der eine Marinekorps nach Afrika entsendet hat. An der Stelle, an der dieser Marinekorps gelandet ist, entstand auch die erste deutsche Kolonie in Afrika. Es war in Ghana, im heutigen Ghana. Und damit ist der Ort des Humboldt-Forums, des ehemaligen Schlosses, der Residenz der Hohenzollern, sehr eng mit der Kolonialgeschichte verbunden. Also wir haben heute darüber gesprochen, wie rentabel das Geschäft für die Hohenzollern war. 400% Gewinn teilweise für die Brandenburgisch-Preußische Kompanie bedeuteten auch, dass Friedrich der Dritte, nachmalig Friedrich der Erste, das Stadtschloss so renovieren konnte, wie es heute wieder rekonstruiert dasteht. Rechte Räume, ich habe, sind ja immer auch Räume des Einschlusses oder der Exklusion, der Inklusion oder auch Affektive oder Angsträume. Du hast jetzt sozusagen von einem Denkmal gesprochen und auch von einer unglaublichen historischen Geschichte. In deinem Aufsatz machst du auf etwas aufmerksam, über das wir heute noch gar nicht gesprochen haben, nämlich dass rechte Räume in jedem Moment überall entstehen können, als Angsträume, als Bedrohungsräume. Wie verhält sich das zu dieser gebauten oder scheinbar ewigen Architektur? Naja, also diese Logiken, dass
Anderssein, das Fremdsein oder das Normalsein, das Eingeschlossensein ist eine Logik, die ja genau mit der Kolonialisierung der Welt aufkam. Vorher brauchte man diese enge Grenzziehung überhaupt nicht. Und natürlich, oder das heißt natürlich, leider wurde diese Geschichte nie derart aufgearbeitet, dass wir uns heute freimachen konnten davon. Also den Standard des weißen Mannes haben wir beibehalten und somit sind alle Menschen, die dem nicht entsprechen, ausgeschlossen. Und somit ist es auch eine Provokation. Wenn man anders ist, wenn man anders wahrgenommen wird, dann hat man keine Kontrolle darüber, in welchem Moment einem das gezeigt wird und auf welche Art und Weise. Das ist jetzt, reicht, das muss ja nicht ein dummer Spruch oder ein dummer Blick sein, es sind Mikroaggressionen, aber es sind eben auch große Gesten einer Bundesrepublik, die ein Museum baut, das genau diesen Blick des anderen wieder herstellt, indem es die außereuropäischen Sammlungen stark trennt von den europäischen Sammlungen und diesen eurozentristischen Blick auch heute noch weiter fortschreibt. Alle ethnologischen Museen, zumindest in Europa, blicken derzeit nach Frankreich. Es wird eben, die Restitutionsdebatte ist ja sehr stark, vor allem wird sie sehr vehement in Frankreich geführt. Sie wird aber auch natürlich im Kontext des Humboldt-Forums geführt. Glaubst du, dass dieser Blick auf das Humboldt-Forum mittelfristig gewinnen wird oder dass hier auch ein emanzipatorischer postkolonialer Zugriff in diesem Konstrukt des Humboldt-Forums möglich ist? Hast du Hoffnung oder hast du die Hoffnung eher aufgegeben? Ich bin gespannt bei der Debatte dabei, aber ich glaube, es lässt sich zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht sagen. Wir erleben natürlich jetzt Gesten, die das Kuppelkreuz in Frage stellen oder einen kolonialen Gedenkort fordern. Also wir haben 2018 auch erstmals das Versprechen, die Kolonialgeschichte Deutschlands aufzuarbeiten, in einem Koalitionsvertrag einer deutschen Regierung gelesen. Trotzdem ist es wie mit vielen dieser großen Fragen, dass man große Gesten sieht und dann noch wenig Veränderung. Und ich glaube aber trotzdem, dass so ein radikaler Schritt, wie in Frankreich geschehen durch Felgen Sarre und Benedikt Savoy, extrem wichtig ist, um einen neuen Möglichkeitsraum überhaupt geschaffen hat, diese Fragen zu diskutieren. Vielen Dank. Wir sind nach wie vor in Berlin. Die Reise begann in Rom vor der Casa Pound und sie endet in Berlin am Walter-Benjamin-Platz. Und der Name Ezra Pound wird an dieser Stelle wieder ins Spiel kommen. Markus Miesen hat mithilfe der Plakataktion, die von Ann Lingo bereits erwähnt wurde, hier auf seinen Teil dazu beigetragen, dass auf einen Skandal aufmerksam gemacht wird. Seit einer Woche finden sich diese Plakate hier doch sehr, sehr präsent im Berliner Stadtraum. Wir sehen hier vier Vornamen: Benito, Marcello, Ezra und Hans. Und diese Plakate tauchen an allen möglichen Orten in Berlin auf und eben nicht zuletzt am Walter-Benjamin-Platz. An dieser Stelle würde ich gerne Verena Hartbaum auf die Bühne bitten. Verena Hartbaum ist Architekturtheoretikerin, wissenschaftliche Mitarbeiterin am IGMA und sie publizierte in den letzten Jahren zwei Bücher, um genau zu sein, zum Thema Berlin. Das eine Buch trägt den Titel Retrospektiv Bauen in Berlin, erschienen im Jahre 2017. Und die zweite Publikation, die schon etwas älter ist, auf diese Arbeit geht im Grunde auch dein Beitrag zu dieser ArchPlus zurück. Diese Publikation trägt den Titel Der Walter-Benjamin-Platz. Was ist das Skandalöse am Walter-Benjamin-Platz? Was ist die Auflösung hinter dem Rätsel, auf das Markus Miesen eben thematisiert hat? Auf mehreren Maßstäben. Dankeschön.
Aber der größte ist sicher der, den wir gerade gesehen haben. Das sind zwei Bodenbelege, die sich beide auf diesem Platz befinden. Der eine, der die Verschachtelung sozusagen auf der rechten Seite in schwarz-rot-weiß. In den Kolonnaden, die eben an der beidseitigen Bebauung des Walter-Benjamin-Platzes stehen. Und der andere Bodenbelag, hier das Hintergrundbild, eben mit einem Zitat versehen auf dem Platz. Und dieses Zitat auf dem Platzbelag, genau hier sehen wir es jetzt eigentlich sehr schön, dass man es kaum sieht. Der Platz ist relativ groß, kahl, der Boden geht flach durch, nur leicht gewölbt und man muss wirklich wissen, dass es dieses Zitat gibt, um es dann suchen zu dürfen und suchen zu können. Und dieses Zitat stammt natürlich eben nicht von Walter Benjamin, wie jetzt schon verraten wurde, der Platz heißt Walter Benjamin Platz, aber dieses Zitat stammt von Ezra Pound. Das Zitat stammt aus dem Jahr 1936, das gleiche Jahr, in dem Walter Benjamin seinen berühmten Aufsatz zum Kunstwerk im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit geschrieben hat, nur um diese große Diskrepanz zu verdeutlichen. Und bei diesem Zitat geht es um Usura. Bei Usura hat keiner ein Haus von gutem Werkstein, die Quadern wohlbehauen, fugenrecht, dass die Stirnfläche sich zum Muster gliedert. Ja, Usura ist der italienisch-lateinische Begriff für Wucher. Jetzt kann man natürlich davon ausgehen, wenn wir uns vergegenwärtigen, was vorhin ja auch schon gesagt wurde, dass Ezra Pound eben in den 30er Jahren schon nach Italien übergesiedelt ist und Mussolini glühend verehrt, für ihn Propaganda in Radio Rom, für ihn Propaganda schreibt und für Radio Rom. Dann kann man natürlich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass mit dem Wucher, mit der Usura, das Judentum gemeint ist, also die Profitgier, das raffsüchtige, zinstreibende Judentum. Und damit ist dieses Zitat auf diesem perfiderweise vom Bezirk Walter-Benjamin-Platz genannten Fläche dezidiert ein antisemitisches Zitat. Ja, das ist der eigentliche Skandal des Platzes. Die Architektur des Platzes, die auch sehr stark an norditalienische faschistische Architektur angelehnt ist, ist dann wahrscheinlich der Skandal auf einem anderen Maßstab. Ja. Warum macht Hans Kollhoff das? Ist mag er provozieren oder ist das Normalisierung? Ja, also der Platz ist ja zwischen 1999 und 2001 entstanden und schon zu dieser Zeit war Hans Kollhoff ja hier in Berlin sehr stark auch immer wieder mit dem Faschismusvorwurf, sage ich jetzt mal, konfrontiert. Er hat sich dem immer sehr generös, sehr großzügig entzogen im Sinne von Steine können eigentlich nicht ideologisch belastet sein. Das ist dann, seine Logik ist dann, das ist dann ja ein später Sieg der Nazis, wenn wir heute noch Angst haben, bestimmte Dinge zu bauen, was natürlich eine völlig widersprüchliche Logik ist, denn warum sollten Nazis überhaupt Interesse daran gehabt haben, irgendeine Art von ihrer Architektur für die Zukunft zu verunmöglichen? Also die Logik geht nicht auf, aber jedenfalls war das auch zu der Zeit der Platzentstehung schon eine Thematik, mit der er immer wieder konfrontiert worden war aufgrund seiner formalen Architektursprache. Und trotzdem macht er das. Aber er macht es eben sehr zurückhaltend. Er macht es im Grunde genommen als Kodierung, als kleine Platzplatte, von der man natürlich auch wissen muss, von der man ausgehen kann, dass er davon weiß, dass ein paar Eingeschworene davon wissen und dass sonst eigentlich niemand davon wissen sollte, zumindest so wie das Zitat hier steht. Ich habe ihn schriftlich damals, als ich die Arbeit erstellt habe, angefragt. Er hat sehr schwammig darauf geantwortet. In dem Sinne, ich weiß den genauen Wortlaut jetzt nicht mehr, dass das doch eigentlich ein spannendes Aufeinandertreffen sei, das historisch ja tatsächlich nicht stattgefunden hat, Ezra Pound und Walter Benjamin, dass das jetzt nachträglich sozusagen so eine schöne Konfrontation. Haben wir eigentlich ein Bild von einem Platz für diejenigen, die vielleicht den nicht kennen? Du verwendest oder bildest einen Begriff, den ich sehr spannend finde, des retrospektiven Bauens. Das ist ja nicht ein rekonstruierendes Bauen, wie wir das aus der Wiederaufbaudebatte kennen, sondern eben ein retrospektives. Könntest du das nochmal erläutern?
Vielleicht auch mit Blick auf dieses Ensemble da, das, das sich ja von den ersten Entwürfen in den 80ern oder frühen 90ern immer mehr Richtung neofaschistische Architektur oder wie immer man das nennt, entwickelt hat. Ja, das Stichwort ist vorhin eigentlich schon ein bisschen gefallen mit dem, wenn ich es jetzt richtig wiederhole, dass da ein Historismus stattfindet, den es so eigentlich ja gar nicht gegeben hat. Also, und das kennen wir natürlich von Berlin. Also, wo kennen wir es mehr als von Berlin? Was eben vor allem seit den 90ern passiert ist, natürlich gibt es Historismus schon früher, es gibt auch die retrospektive Architektur, wie ich sie nenne, früher, aber vor allem seit den 90ern und in den Nullerjahren etabliert sich das in Berlin sehr stark, ausgehend von der Mitte, aber jetzt natürlich, heute hat es auch haben große Teile der Immobilienwirtschaft das retrospektive Bauen auch entdeckt. Also das geschichtliche Zitat, die Verwertung von Geschichte. Berlin hat ja viele Geschichten, also Berlin kann auch gleich mehrfach verwertet werden, um da sozusagen einer Architektur, die natürlich irgendwie einen bestimmten materiellen und auch programmatischen Wert hat, nochmal zusätzlich aufladen zu können. Und das passiert hier ganz stark über die, an dem Platz passiert es sehr stark über die Materialien, die eine ganz, ganz starke Hochwertigkeit suggerieren, einen ziemlich brutalen Neoklassizismus, der, wenn man jetzt eben die Rhetoriken von Hans Kohlhoff kennt, sich auf Norditalien bezieht, sich eben dezidiert, man kann sehr stark davon ausgehen, auf die Architektur von Mussolinis Hofarchitekten Marcello Piacentini, deswegen auch der Name Marcello auf dem Plakat sich bezieht. Habe ich deine Frage damit beantwortet? Ja, ich denke, auf eine interessante Art und Weise kommen wir ein bisschen an den Beginn sozusagen unserer Diskussion zurück, nicht nur auf Ezra Pound und Italien, sondern auch auf die Frage nach dem sozialen Wohnbau, weil das perfide oder perverse eigentlich ist, dass hier gegen den Kapitalismus, das heißt, dass die internationale Finanzwelt, aka Judentum, dagegen sozusagen polemisiert wird auf eine antisemitische Art und Weise und zugleich nur durch hochkapitalistische Architektur gemacht wird. In einem ursprünglichen Entwurf war ja noch zumindest ein kleiner Park geplant, aber das ist sozusagen das Gegenteil von sozialem Wohnbau, nicht? Das sind sozusagen Luxusboutiquen und Anwaltskanzleien oder... Ich muss vielleicht noch mal ein bisschen auf das Zitat eingehen, das habe ich jetzt vorhin gar nicht gemacht. Das Zitat ist sinngemäß, bedeutet es so viel, da wo eben die Raffgier, die Profitgier herrscht, also dort in diesen Arten von Gesellschaft, da gibt es keine Kunst mehr, da gibt es keine gute Architektur mehr, da kommt der Handwerker nicht mehr zu seinem Zeug, da herrscht selbst unter den Liebenden irgendwie noch Neid und Raffgier. Also überall, wo die Usura herrscht, überall, wo das Zinstreiben herrscht, die Profitgier, das steht contra naturam. Damit endet der Vers. Also das steht gegen die Natur des Menschen. Und das ist natürlich eine Kapitalismuskritik, die sehr verkürzt ist, die Hans Kohlhoff durch dieses Zitat hier aufgreift, aber die er auch in vielen, vielen anderen seiner Texten und Polemiken auf andere Arten und Weisen ausführt. Und was er dann aber selbst tut, ist natürlich, und darauf zielte deine Frage, glaube ich, ab, ist eben nicht, sich irgendwie zu überlegen, wie könnte man dieser wahnsinnigen Ökonomie, in der wir hier leben, was entgegensetzen? Wie könnte man jetzt ein sozialverträgliches ökonomisches Modell auch in der Architektur finden? Nein. Er zieht sich im Grunde genommen auf die Gewinnerseite des Kapitalismus zurück und baut hier natürlichen Komplex, der auf Rendite abzielt. Ganz klar. Also das Projekt ist in den 80er Jahren als Wettbewerb gewonnen worden. Damals sollte es ein großer, überdachter öffentlicher Park werden. Das hat sich dann nach dem Mauerfall natürlich politisch-ökonomisch geändert. Das war dann nicht mehr möglich. Und was jetzt rausgekommen ist, ist einfach genau das Gegenteil. Mit dem Erreichen des Walter-Benjamin-Platzes ist unsere Reise ans Ende gekommen. Aber der entscheidende letzte Schritt, den wir heute auch, sofern Sie noch konditionell dazu in der Verfassung sind, aber ich habe den Eindruck, dass wir noch 10 Minuten, 15 Minuten über die ganz entscheidende letzte Frage diskutieren sollten. Warum machen wir eine solche Forschung und weshalb ist eine solche Forschung wichtig? Und zu welchen Aktivitäten, zu welchem Aktivismus sollte eine solche Forschung führen? Es geht schlicht und einfach um die Frage, was tun? Und die leninische Frage, was tun? Und in diesem Zusammenhang freue ich mich besonders, heute als den letzten Gast zu begrüßen, Jacobus North von Feine Sahne Fischfilet. Hallo. Vielen Dank an Sie alle für die Ausdauer.
wie bereits erwähnt, Jacobus North ist Mitglied von Final Sahne Fischfilet, um es ganz genau zu machen, der Trompeter. Er studierte aber auch Kunstgeschichte an der FU Berlin, ist ein ausgewiesener Arch-Plus-Leser, wie wir alle sehr freudig festgestellt haben. Und ich muss, denke ich, nichts zur Geschichte von Final Sahne Fischfilet sagen, aber wir alle haben natürlich noch die Bilder vor Augen, die dadurch entstanden, dass das Bauhaus Dessau ein vom ZDF geplantes Konzert abgesagt hat, aus Angst vor rechten Ausschreitungen, was ironischerweise oder bizarrerweise zu rechten Aufmärschen vor dem Bauhaus Dessau führte, wie hier im Bild zu sehen. Neonazis bedankten sich beim Bauhaus für die Absage des Konzertes von Final Sahne Fischfilet. Ein Bild, das ganz offenkundig im Bauhaus-Jubiläumsjahr hätte verhindert werden müssen. Jakobus, meine erste Frage an dich geht in eine biografische Richtung. Du hast in einem Vorgespräch mir erzählt, dass du 1991 geboren wurde. 1992 war, wie viele von uns noch erinnern werden, Rostock-Lichtenhagen. Was bedeutete dieses Ereignis, das du ja quasi als sehr, sehr kleines Kind sicherlich nicht mitbekommen hast? Aber trotzdem hast du diese Nähe deines Geburtsjahres mit Rostock-Lichtenhagen sehr stark gemacht in diesem Vorbereitungsgespräch, weil es ja um das Verhältnis zum Staat geht. Was hat das in dir ausgelöst? Was ich vorhin meinte, war eher, dass das in der kollektiven Erinnerung einer sozusagen linken Zivilgesellschaft in Mecklenburg-Vorpommern, da bin ich aufgewachsen, eines der prägendsten Ereignisse war Rostock-Lichtenhagen, die Pogrome, die Angriffe auf die Asylbewerberunterkünfte in Rostock-Lichtenhagen. Ist architektonisch, könnte man auch mal drüber reden, aber machen wir dann mal anders. Und dass das sozusagen eines der prägendsten kollektiven Erinnerungen ist, eben sowas darf nie wieder passieren. Und das ist sozusagen in dieser Gedanke, das war als einer der Gründungs- oder nicht Gründungs, das klingt jetzt wieder so mythisch, aber sozusagen das ist ein Gedanke, den man immer mit sich rumgetragen hat und der auch bis heute eigentlich gilt. Und die Generation, die damals tatsächlich dabei war, also von Antifaschisten, die gesagt haben, wir stellen uns den Nazis in den Weg, die berichten halt davon, dass in erster Linie diese Ohnmacht, dass man gemerkt hat, wir können uns auf den Staat nicht verlassen, weil die Polizei guckt genauso zu, steht nur rum, macht nichts. Und zweitens auch natürlich eine eigene Ohnmacht, also dass man als Linker auch das nicht verhindern konnte, das ist auch ein Problem. Aber drittens eigentlich eher, dass das nie wieder passieren kann. Und wenn man jetzt gucken wir ja schon auf 2015 oder so, niemals hätte gedacht, dass sowas in Deutschland wieder passieren kann. Oder gehofft, sagen wir es mal. In Deutschland kann ja anscheinend alles wieder passieren. Und das ist, glaube ich, das Schockierende, eher zu sehen, dass sowas doch einfach wiederkommt und man irgendwie so auch wieder ohnmächtig dazu guckt und wie schnell sowas wieder gehen kann. Und ich glaube, das ist das, was ich vorhin meinte, warum Rostock-Lichtenhagen eine besondere Bedeutung hat in meiner Erinnerung, obwohl ich ein Jahr alt war. Ich stelle dir jetzt die einfachste und wahrscheinlich auch am schwierigsten zu beantwortende Frage: Was tun? Was kann man? Ja, ich glaube, ich muss alle enttäuschen. Ich bin nicht heute hierher gekommen, um die Antwort mitzubringen. Ich glaube, es ist eine Mixtur aus verschiedenen Dingen. Erstmal muss man sagen, also ich finde die Arbeit, die jetzt hier von allen hier vorgetragen wurde oder in dem Magazin da versammelten Informationen, und das ist sehr, sehr viel Arbeit, und das ist, ich finde, ich habe es vorhin einmal kurz reingeguckt, sehr beachtlich. Also ich finde, also auch weil wir alle wissen, dass man von sowas nicht so richtig leben kann. Naja, das ist schon sehr, sehr viel Herzblut, und man muss schon was wollen, um das zu machen, und das finde ich sehr, sehr, ja, das finde ich, das ist ein tolles Engagement, und ich glaube, das braucht es einerseits, das ist auf theoretischer Ebene, glaube ich, eine sehr, sehr gute Grundlage, also kaufen, ne? Und andererseits, glaube ich, kann jeder was machen. Ich glaube, wir haben einen Weg eingeschlagen, wir sind eine Band, und deswegen ist es auch komisch, dass ich jetzt schon innerhalb kürzester Zeit schon wieder auf so einem Podium hier sitze, irgendwann reicht es auch mal. Ich glaube, wir haben einfach gedacht, wir machen Musik und damit können wir Leute erreichen. Und wenn da nur einer am Ende des Abends rausgeht und sagt, ach, das habe ich irgendwie vorher anders gedacht oder jetzt so, dann ist das sozusagen irgendwie für mich immer das, wo ich denke, okay, das reicht dann erstmal für den Anfang. Und ich glaube, sowas kann jeder in seinem eigenen Umfeld irgendwie erreichen. Und ich glaube, momentan sind wir aber in einer gesellschaftlichen Situation, wo man noch viel klarer das benennen muss, viel klarer sich äußern muss, viel klarer widersprechen muss.
Und viel häufiger auch. Also es gibt genug Situationen, es fängt bei kleinen Kommentaren an, kleiner rassistischer Witz, haha, auf der Familienfeier und geht nach 3 Bier in eine ganz andere Richtung. Und ich glaube, da muss man viel entschiedener widersprechen, nicht so viel durchgehen lassen und grundsätzlich aber viel, viel reden. Nur irgendwann kann man, manchen Menschen kann man auch nicht mehr reden, das muss man auch akzeptieren. Also es gibt da auch Grenzen und was dann kommt, weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob das sozusagen das Killer-Kommentar jetzt ist, weil es sozusagen ganz weg führt von der Was-tun-Frage, die wir sowieso nicht beantworten können jetzt. Ja, wir haben eher versucht, würde ich jetzt mal rettende Lektüre machen, ganz unterschiedliche Formen von rechten Räumen aufzuzählen. Also deine Typologie, aber auch sozusagen das Umkodieren von oder die Nobilitierung oder Akademisierung, das Aufspüren. Ich meine, auch Stefan, deine Methode, das ist ja fast eine detektivische oder investigative Methode oder des ganzen Instituts oder ich würde am liebsten bei euch studieren. Und jede sozusagen dieser rechten Räume bedarf einer anderen sozusagen Strategie, eines anderen Was oder Das Tuns. Aber vielleicht, wenn wir das jetzt sowieso nicht gänzlich klären können, können wir vielleicht eine andere Frage angehen und die uns vielleicht zum Was Tun führt, nämlich was ist eigentlich der Zusammenhang zwischen all diesen rechten nationalistischen Strömungen und der neuen internationalen Kooperation zwischen all diesen rechten Strömungen, zwischen all diesen Parteien. Also da ist ja eine geballte Ladung an Know-how jetzt hier auf dem Panel. Das würde mich eher interessieren, jetzt Stichwort Europawahl oder Salvini und diese Figuren, da bildet sich etwas Neues, was so vor 5 oder 10 Jahren noch nicht wirklich sichtbar war. Also vielleicht können wir uns diese Frage kurz stellen. Ja, ganz offenkundig ist die Rechte sehr gut organisiert mit Leuten wie Steve Bannon und anderen. Und man fragt sich manchmal, ob Liberale oder auch Linke ähnlich gut international vernetzt sind, auch auf einer Diskursebene. Ich hatte jedenfalls für den Bereich der Architektur und der Architekturtheorie den Eindruck, dass die Rekonstruktionsfreunde und die Followers von Seiten wie Architectural Revival international bestens vernetzt sind und damit können andere Architektur-Communities überhaupt nicht mithalten. Und ich habe natürlich die auch bescheidene Hoffnung, dass durch die Arbeit an diesem Heft, wo ja auch wir sehr viele Expertisen aus anderen Ländern, die es heute nicht jetzt repräsentiert wurden, aus Spanien, USA, Niederlande, dass hier doch zumindest auf einer Diskursebene eine Vernetzung stattfindet, die vielleicht auch eine progressive Alternative hier international lancieren können. Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal gelingt, aber das würde mich natürlich sehr freuen. Ich würde jetzt schon wieder das abwürgen eigentlich, weil ich sagen würde, man sollte einfach aufhören, sich immer auf diese Obernazis zu konzentrieren und immer wieder deren Namen permanent zu nennen und immer zu sagen, ach, die sind ja so gut organisiert und die sind ja so toll. Also im Endeffekt muss man, glaube ich, davon mal wegkommen, die immer wieder zu hofieren und die größer zu machen, als sie sind. Also ich glaube, man muss auch mal sich vielleicht dann, wir sagen das immer so salopp, auf die guten Leute konzentrieren. Und ich glaube, wenn man immer wieder nur die in den Fokus rückt, das ist genau, also natürlich freue ich mich, wenn dieses Video da rauskommt und sitze ich auch zu Hause und gucke mir das an und denke, ach, dumm gelaufen. Aber ich glaube, das ist genau das, also das sind ja keine Popstars. Also das muss man einfach aufhören, die immer wieder zu hofieren, zu fokussieren und lieber das eigene Engagement in den Vordergrund zu rücken, als immer nur dagegen zu halten, weil dann kommst du da nicht mehr raus. Ich glaube, wir müssen anfangen, irgendwie neue Entwürfe zu präsentieren, an die man sich auch wieder, auf die man auch wieder gucken kann und nicht immer nur zu sagen, die sind ja so stark, wir können gar nichts machen. Und dann ist es irgendwann wirklich so. Ich stimme absolut zu und ich glaube, du hast im Grunde jetzt auch den Auftrag für eine künftige Eichplus uns mitgegeben. Ich schlage vor, dass wir konnten heute maximal Dinge anreißen, antippen. Wir werden heute unmöglich die vielen Fäden zusammenführen können. Wir werden natürlich auch nicht die Frage, dass wir was tun, beantworten können. Ich hoffe aber sehr, dass diese Eichplus auf eine breite Leserschaft
trifft. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken bei allen Autorinnen und Autoren. Und ich möchte mich vor allem für diese wie immer wunderbare Kooperation mit der Eichplus-Redaktion bedanken. Ich möchte mich namentlich bei Anlin Go bedanken, bei Nora Dünzer, bei Alexandra Nehmer, bei Frederic Collomb und bei Melissa Koch. Und ich möchte mich auch und vor allem bei Nikolaus Kunert bedanken, dessen Lebenswerk, das sehr stark mit der Eichplus verknüpft ist, so etwas wie eine Inspiration für das Gesamtprojekt, für mich und viele andere war und ist. Vielen Dank. Applaus